Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, jetzt klatscht ihr noch. Im letzten Jahr habe ich an dieser Stelle über Hab referiert. Dieser Vortrag wurde durch Nuoviso ins Internet gestellt und bis zum heutigen Tage weit über 38.000 Mal gesehen worden. Das finde ich einen beachtenswerten Erfolg und vor allen Dingen auch einen völlig unerwarteten. Das Echo auf diesen Vortrag war natürlich entsprechend. Es hat sich eine Mailingliste gebildet, die inzwischen über 100 Teilnehmer hat. Ich bin in den letzten Monaten, was diese Mailingliste, zu der ihr alle herzlich eingeladen seid, ich bin etwas zurückhaltend gewesen, was Aktivitäten angeht, weil ich erst mal wissen wollte, wie die Resonanz ist, ob sich daraus etwas bildet. Und es scheint eine Art Kondensationskern, um gleich bei der Terminologie des Themas zu bleiben, zu werden, in dem vielleicht aus dieser Mailingliste etwas entstehen kann, das nicht nur passiv mittut, sondern aktiv voranschreitet. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Jedenfalls ist das Konzept des letzten Vortrages, wissenschaftliche Fakten herbeizuführen, herbeizutragen, mitzuteilen, zu einem so kontroversen Thema scheinbar aufgegangen. Und deswegen möchte ich mich auch bemühen, dieses bei dem heutigen Vortrag so einzuhalten. Denn dieses Thema Chemtrails, ich spreche das preußisch aus, ist sehr, sehr emotionalisiert worden. Und ich denke, es ist richtig, nach all diesen Jahren auch mal zu sagen, halten wir mal inne, schauen wir doch mal nach, wie der Stand der Dinge ist. Ist alles noch so, wie es behauptet wird oder nicht? Und deswegen gestattet mir ein paar Gedanken vor dem Hintergrund dieses blauen Planeten vorneweg. Denn warum unterhalten wir uns über solche Verschwörungstheorien? Weil etwas verloren gegangen ist in unserer Bevölkerung in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und das ist Vertrauen. Vertrauen in Institutionen, die eigentlich als im Rahmen der Konvention, die ja Menschen untereinander sich geben müssen, einen Staat zu bilden, sich Organe zu geben und vertrauensvoll darauf zu hoffen, dass diese Organe für die Bevölkerung da sind. Dieses Vertrauen ist doch weitgehend verloren gegangen. Wir wissen heute teilweise nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und deswegen möchte ich auch diesen Vortrag hier heute halten, auch wenn ich mir vielleicht das ein oder andere kritische Wort, das ich aushalten werde, anhören muss. Ihr seht diesen Planeten, unsere Erde, unsere einzige Heimstatt für alle. Es ist unsere Mutter, die uns ernährt, die uns schützt. Und auf diesem Planeten leben nun inzwischen mehrere Milliarden Menschen. Und es gibt sicherlich auch Diskussionen, wie viel Mensch so ein Planet aushält. Die Menschen selbst haben sich ja als Homo sapiens sapiens bezeichnet und haben sich auf diesem Planeten dann nach dem Prinzip organisiert, viele haben nichts oder gar nichts oder wenig und weniger haben viel. Die Gesellschaftsordnung mit sogenannten Menschenrechten besteht eigentlich nur auf dem Papier. In der Realität beuten wenige viele aus, versklaven sie, lassen sie verhungern und verdursten. Sie bekämpfen sich gegenseitig ohne Unterlass, behaupten jeweils für sich im Recht, in welchem zu sein, und rechtfertigen damit alle Gräuel, die sie ständig und immer wieder mit Inbrunst ausführen, nicht nur der eigenen Spezies gegenüber. Überwiegend sind es die männlichen Homo sapiens, die Führungspositionen auf diesem Planeten besetzen. Und beherrscht wird er von einer kleinen Clique in ihrem globalen Netzwerk von Konzernen und Banken, die ihn ohne
Rücksicht, ohne Gedanken an die Zukunft nach ihnen, brutalst und zerstörerisch ausbeuten. Und mit eingebettet und intensiv vernetzt mit diesem Netzwerk sind dann drei sogenannte Religionen, die dem Homo nach seiner Sapienta trachten. Denn der denkende, kritische Mensch ist die größte Gefahr für die Zustände, die auf dem dritten Planeten von innen in diesem Sonnensystem herrschen und für die Macht, die diese Gruppen unter allen Umständen ausüben wollen. Also vernebelt man den Menschengeist mit Glaubenszwang an einen allmächtigen Gott. Und wer nicht dran glaubt, der ist eben ungläubig, wird bestraft und wird auch mal Auge um Auge, Zahn um Zahn umgebracht. Und manche sollen dann ja auch noch die andere Wange hinhalten. Und diese Menschheit hat sich nun auf diesem Planeten, da hinten, dieser blauen Murmel im Weltall, vor dem Mond im Vordergrund eine Technologie geschaffen, die in einer Sackgasse ist. Und dieser Technologie wird diese Menschheit nicht mehr Herr, denn sie produziert überwiegend Müll, Gift, schlechtes Essen, Krankheit, Tod und hinterlässt lebensfeindliche Landschaften. Und dann fängt Homo sapiens, nun an, sich Gedanken zu machen, weil es ihm hier auf diesem Planeten langsam zu warm wird. Und er macht sich Gedanken, ob er daran etwas ändern kann, ob er den Planeten selbst jetzt manipulieren kann, damit er hier unten so weitermachen kann, wenn er oben etwas ändert und auch umgekehrt. Und warum erwähne ich das hier alles? Ich sagte schon, dass Vertrauen verloren gegangen ist. Eine der wichtigsten Klammern in der Gesellschaft, der Zusammenhalt der Menschen, ist gestört. Sie ziehen sich teilweise zurück, sind passiv, das geht eine Weile und dann bricht es heraus. Und davor haben ja dann viele auch Angst. Und es ist natürlich richtig, sich zu überlegen, kann man da vorher gegensteuern, damit es eine organisierte Aktion wird. Und nicht, wie es jetzt auch bei uns in der Umweltpolitik, in der Umweltgegnerschaft, in der Szene der Kritiker und in Kreisen, die wir hier repräsentieren, damit es dort nicht durch Einzelaktionen Verzettelungen gibt. Und der Effekt dieser Verzettelung ist dann, dass keiner mehr antwortet. Meine Schreiben an die verschiedenen Institutionen sind bis zum heutigen Tage nicht mehr beantwortet worden. Sie haben die Stöpsel drin und hören nicht mehr zu. Und in den letzten Jahrzehnten ist aber auch durch Kongresse wie diesen hier und viele andere Aktionen und Aktivitäten das Ausmaß eines Komplotts gegen die Spezies Mensch an die Oberfläche gelangt. Und viele haben genug von einer sogenannten neuen Weltordnung. Sie haben genug von Geheimbünden und von Invited-Only-Treffen von Politikern, Wirtschaftlern, Wissenschaftlern, Religionsführern und Militärs, die nach diesem Besuch nicht mehr Herr ihrer selbst sein können und uns auch nicht mehr sagen dürfen, was sie eigentlich vorhaben. Weil wir aber wissen müssen, was richtig und was falsch ist. Und um in dieser Auseinandersetzung mit scheinbar unüberwindlichen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Machenschaften zu bestehen oder gar zu gewinnen, müssen wir uns informieren, jeden Tag, zu jeder Zeit und in alle Richtungen. Nur wenn wir uns, und das gilt auch für die Protagonisten der Chemtrail-Szene, wenn wir uns um Wahrheit bemühen und um Authentizität, dann sind wir unangreifbar. Und ich finde, das ist das Gebot der Stunde. Ich habe diesen Vortrag eine Synopsis genannt. Eine Synopsis bedeutet eine Zusammenschau der vorliegenden Argumente und Informationen. Dazu gehört natürlich auch die Pro-
und die Kontraseite. Gestern und in den Tagen davor bin ich häufig auf das angesprochen, was es da oben zu sehen gibt. Und ich muss gestehen, heute früh, als ich aufstand und die Sonne war so schön am Horizont zu sehen, kurz nach dem Aufgang in Richtung Südosten, waren eine Menge Streifen am Himmel zu sehen. Ach, dachte ich mir, na, das ist ja der schöne Auftakt für den Vortrag. Also, wenn wir von Chemtrails reden, was ja im Grunde genommen eine Wolkenbildung ist, dann müssen wir auch wissen, was gibt es für Wolken und wie entstehen sie überhaupt. Es ist also unbedingt nötig, dass wir uns über die Grundlagen der Wolkenbildung des Wetters unterhalten. Und dazu müssen wir einen Einblick in meteorologische Dinge tun, zum Beispiel kurz den Aufbau der Atmosphäre, die Einflüsse auf die Atmosphäre und unser Wetter und die Wolkenfunktionen besprechen. Dann gehen wir in einen zweiten Bereich hinein, der sich schön aalglatt Geoengineering nennt. Wir wollen wissen, was Geoengineering ist, was man damit machen kann, ob es einen rechtlichen Rahmen des Geoengineering gibt. Und wir wollen dann die verschiedenen Dinge nochmal bewerten. Und zum Schluss, beziehungsweise im dritten Teil, gehen wir dann ans Eingemachte und schauen uns Wolkenbilder an. Wir wollen wissen in der Definition und vielleicht auch die Historie kurz beleuchten, was sind Chemtrails? Wir wollen versuchen, etwas über die Zusammensetzung dieser Gebilde herauszubekommen. Wir wollen uns die fotografischen Beweise mal anschauen und ja, vielleicht auch mal über die eine oder andere Stellungnahme hören, die von den Institutionen dazu verfasst worden sind. Eine Synopsis ist eine Zusammenschau des Pro und Contra. Seid also tolerant mit euch selbst. Die Atmosphäre baut sich aus verschiedenen Schichten auf und wir leben hier unten in der Troposphäre, die sich ungefähr bis 15 Kilometer über dem Erdboden erstreckt. Darüber haben wir die Stratosphäre und dann die anderen Schichten. Im letzten Jahr haben wir über diesen Bereich besonders gesprochen, das war die Ionosphäre. Also der wetterbildende Bereich unseres Planeten, der liegt hier, was Wolken, was die sichtbaren Erscheinungen angeht. Und in dieser Höhe hier spielt sich unser Hauptthema ab. Dort ist bis 10.000 Meter oder 10 Kilometer der Bereich, in dem die Flugzeuge fliegen. Wir können uns das noch besser veranschaulichen mit dieser Grafik. Dann werden auch einige Sachen klar. Was wir auf dieser Grafik sehen können, ist, was ich schon sagte. Hier unten die wolkenbildende Schicht in der Troposphäre. Die Grenze heißt dann immer Pause zum nächsten. Und wir sehen, dass die Temperatur mit zunehmender Höhe, die ist hier aufgetragen, zunächst erstmal sinkt bis auf ungefähr 50 Grad Celsius minus. Und in den größeren Höhen, die uns jetzt heute nicht interessieren, steigt sie dann bis auf einige 100 Grad an. Warum hat der Planet eine Atmosphäre? Weil er ein Magnetfeld besitzt, das uns auch so stehen lässt, wie ich jetzt hier stehe, so sitzen, wie ihr jetzt sitzt. Hier ein wunderschönes Bild vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Ich muss die Quellen natürlich nennen. Hier zeigt sich unsere Erde im vielleicht noch jetzigen Zustand mit dem magnetischen Südpol im Norden und dem magnetischen Nordpol im Süden. Also im Moment sind Geographie und Magnetismus konträr. Aber es scheint sich zu ändern. Wir haben nämlich hier die sogenannte südatlantische Anomalie. Das ist dieser Bereich, in dem unser Erdmagnetfeld quasi ein Loch hat. Der Prozess ist folgender. Alle circa 500.000 Jahre polt sich der Planet Erde um und fossile Gesteinsproben am Boden des Atlantik zeigen, dass das ja schon mehrfach passiert ist
und offensichtlich überfällig. Die Schätzungen gehen hin, dass die letzte Umpolung so bei 750.000 Jahren zurückliegt und jetzt begonnen hat. Die Änderungen des Magnetfelds sind inzwischen messbar in großen Räumen, wie hier zu sehen. Und der Prozess der Umpolung dauert ungefähr 1500 Jahre. So ist das Modell, bis dann nach einem Zwischenstadium, wo sich sogar mehrere magnetische Pole auf der Erde befinden können, bis dann zum Schluss, dass der Dipolcharakter der Erde wieder eingetroffen ist. Das hat auch Auswirkungen auf Klimawandel, Klimaveränderung und muss unbedingt mit einbezogen werden, weil ja noch etwas anderes existiert und das ist unsere Sonne. Hier seht ihr die Wechselwirkung der Sonne mit unserem Magnetfeld. Wir sehen hier auf dem Bild schematisch angedeutet Sonnenflecken, aus denen häufig Masseneruptionen von Sonnenmaterie den Sonnenbereich verlassen und in alle Richtungen strömen. Und wenn es gerade die Seite ist, die der Erde zugewandt ist, dann kriegen wir das natürlich voll ab. Gestern ist schon mal einer dieser noch nicht so lange Flares erwähnt worden, der aber in die andere Richtung losging. Nur kleine Teile haben das Erdmagnetfeld getroffen. Wenn der hierher gekommen wäre, dann hätten wir doch erhebliche Auswirkungen zu spüren bekommen. Dieser Sonnenwind erzeugt einen Druck durch die Teilchen, die er ins Weltall bläst. Und dieser Druck führt am Rande der Magnetosphäre, also der Magnetopause, zu einer Wechselwirkung und drückt auf der sonnenzugewandten Seite das Erdmagnetfeld zusammen. Das kann gehen bis unter 10 Erdradien, das wären 60.000 Kilometer ungefähr. Auf der anderen Seite wird dieser magnetische Schweif ins All gedrückt bis zu 100 Erdradien. 600.000 Kilometer reicht auf der sonnenabgewandten Seite das Magnetfeld der Erde ins All hinaus. Und wenn diese Eruptionen besonders stark sind, dann drücken sie das Erdmagnetfeld so zusammen, dass die geladenen Teilchen über die oberen Schichten und die Polbereiche runterkommen können bis in die mittleren, oberen bis mittleren Atmosphäre-Schichten. Und dann erleben wir diese sogenannten Nordlichter, die bei starken Eruptionen, bei starkem Sonnenwind bis in die mittleren Breiten und auch in Deutschland sichtbar sind. Hier seht ihr die Sonne am 11. vor ein paar Tagen. Und es ist nicht beunruhigend, aber es ist doch extrem und besonders auffällig, dass gerade jetzt, wo wir hier sitzen, auf der erdzugewandten Seite 8 große Sonnenfleckengruppen zu sehen sind. 8. Und man sieht auch, wie hier doch in verschiedenen Bereichen diese Sphäre um die Sonne herum, in der sich der Sonnenwind sichtbar darstellt, dass dort einige Ausbrüche zu sehen sind, die aber noch nicht zu einem Flare geführt haben. Wenn dieses System dort aber instabil wird durch Änderungen der Magnetfelder, dann kann es eine mächtige Eruption geben. Also wir wollen hoffen, dass in den nächsten 2 Wochen die Sonne sich weitergedreht hat und diese Sache ruhig geblieben ist. Das ist jetzt natürlich eine Spektralfarbe, die wir sehen in einem im Licht besonderer herausgefilterter Wellenlinien. Hier zum Beispiel das Grünliche spricht immer für die Wellenlinie des Sauerstoffs. Und wir sehen hier mit einer anderen Spektralaufnahme in die höheren Bereiche der Korona und sehen die gleiche Sonnenfleckengruppe, die wir vorhin oft als mehr dunkle Flecke so gesehen haben, hier nochmal. Das ist hier zum Beispiel auch einer, der gut beobachtet werden muss. Also dieser riesengroße Gasball, dieser Stern, diese Sonne mit seiner Aktivität spielt natürlich einen entscheidenden Faktor für das Klimasystem der Erde. Es ist ein ganz komplexes Zusammenspiel aus den verschiedensten Bereichen. Aus der Ozeanosphäre hier unten, aus der Glazosphäre, also dem Bereich der großen Gletscher und der vereisten Polkappen. Wir haben hier den Bereich der luftigen
also den Bereich der Atmosphäre und des Wetters und darüber dann eben das Weltall mit seinen Einwirkungen, wie wir eben gesehen haben, von der Sonne ausgehend. Und dieses ganze System ist ein dynamisches. Jeder Eingriff, egal wer ihn tut, hat Auswirkungen auf andere Bereiche. Nichts ist isoliert. Und was auch noch wichtig ist, dass sie alle unterschiedliche Reaktionszeiten haben. Im Bereich des Erdbodens und der unteren Atmosphäre, also der unteren Troposphäre, gibt es Reaktionen auf Veränderungen, die sind innerhalb von Stunden dort. Im Wasser dauert es schon Jahrtausende, bis sich dort Veränderungen wieder einspielen. Das heißt, die Veränderungen in die eine Seite brauchen genauso lange, wie sie in die andere Richtung wieder benötigen, um etwas, was aus dem Gleichgewicht war, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist wichtig beim Verständnis für diese völlige Selbstüberschätzung der Leute, die Geoengineering betreiben. Sie denken an kurzfristige, mittelfristige, aber alles so im Zeitraum von einer Menschenlebensspanne zu erreichende Effekte, während die Erde in einem ganz anderen Zeitmaßstab funktioniert. Es sind hier verschiedene Dinge schon mal grafisch angezeigt. Hier zum Beispiel der Bereich des Klimas, den wir beeinflussen durch unsere Emissionen, durch Abholzung der Wälder, durch Umleiten von Flüssen. Und es ist ein Bereich, der sehr im Gespräch ist. Das ist hier ein natürlicher Vorgang. Vulkane explodieren und senden dann ihre Emissionen in die mittlere bis obere Atmosphäre hinein und haben ihre Auswirkungen. Und dieses Geschehen hat dann natürlich bei entsprechenden Ingenieuren und Wissenschaftlern für Aufmerksamkeit gesorgt. Und es wird dann auch natürlich versucht, im Rahmen des Geoengineering solche Prozesse nachzuahmen. Was sich in diesem Bereich des Geoengineering alles abspielt, werde ich nachher noch erzählen. Aber es ist so, ich habe im letzten Jahr meinen Vortrag die Büchse der Pandora genannt. Das, was Geoengineering auch sein kann, ist im Grunde genommen fast ein Hineinfallen in diese Büchse. Und man kann wirklich nur hoffen, dass viele der Vorschläge nicht umgesetzt werden. Geoengineering ist aber ein offizielles Thema und deswegen bedarf es eigentlich auch gar keiner Verschwörungstheorie, weil es, das werdet ihr nachher ja sehen, schon längst überall betrieben wird. Uns interessieren im Rahmen des Thema Chemtrails Wolken, also dieser Bereich hier. Dann lasst uns doch auch mal jetzt ein paar Wolken anschauen und ich möchte euch nahebringen, was es für Wolkenformen gibt, denn wer über Wolken spricht, müsste eigentlich wissen, wovon er spricht. Also, erstmal eine Übersicht über die verschiedenen Wolkenformen. Es existieren verschiedene Wolken in verschiedenen Höhen. Und hier seht ihr kurz eine skizzierte Übersicht über das, was ihr jetzt im Foto sehen könnt. Und zwar die untersten Wolkenformen. Das, was man in der Meteorologie so immer als Flächendunst sieht, egal in welcher Höhe, das nennen die Stratus. Und das, was so Klumpen ist, ist mehr so Cumulus. Und dann gibt es die Mischform. Und hier seht ihr gängige Wolkenformen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden auf diesem Planeten zu sehen. Und das hier sind eben Stratocumuluswolken. Nichts weiter. Wolkenbänder, Verklumpungen, die teilweise zusammenwachsen, die auch eine geschlossene Decke bilden können. Das sind aber auf keinen Fall Harbwolken. Also wenn man im Internet gerade zum Schema Chemtrail recherchiert, es ist wirklich grotesk, was Nichtwissende über solche Wolkenformationen dann hinein interpretieren und das gibt dann Selbstläufer. Und dann gibt es auch die Reaktion: Oh Gott, bei mir hier über Hannover waren jetzt Harbwolken, Harb, Harb. Ja. Es ist nicht mehr rational.
Das spricht nicht gegen Hab, gegen die Existenz, aber gegen das, was man sieht, was natürlich auf unserer Erde vorkommt. So, lass uns jetzt eine Etage höher gehen. Eine Etage bitte, jawohl. Dann heißen sie schon Alto, nicht? Ist ein bisschen höher, und dann gibt es wieder die Stratuswolken mit teilweise dünner Decke und durchscheinender Sonne, und dann gibt es auch diese Halo-Erscheinungen, das heißt einen Hof um die Sonne oder auch einen farbigen Hof. Farbiger Hof bedeutet immer Lichtbrechung. Es muss sich also etwas in der Atmosphäre befinden, das Licht bricht und in Spektralfarben aufspaltet. Das kann also nur ein Kristall sein. Eine chemische Substanz absorbiert und nimmt Licht weg und gibt einen einheitlichen Farbton. Aber Spektralfarben, Halofarben können nur durch kristalline Strukturen hervorgerufen werden. Wir haben auch in der Höhe von 2 bis 7 Kilometern Cumuluswolken, die dann solche teppichartigen, gewebigen Strukturen hervorrufen. Und eine Etage höher und dann in der obersten Schicht der Troposphäre, dort wo also der Flugverkehr stattfindet, haben wir Cirruswolken. Häufig treten sie auf als Vorläufer von Wetterfronten, als oberste Bewölkung in Form von solchen federartigen, linienartigen Strukturen, die natürlich auch wieder zu Teppichen zusammenfließen können. Und dann heißen sie eben Cirrostratus. Es gibt dann weitere Cirrusformationen. Und schaut euch das jetzt hier mal an. Das wurde auch im Rahmen der Chemtrail-Theorie als typischen Beweis dafür herangezogen, dass hier gerade ein Sprühflugzeug vorbeigeflogen ist, in dem es hier die verklumpten Beimengungen ausgeworfen hat. Und man sieht dann, wie sich das hier jetzt alles so ergießt. Es ist aber nichts weiter als der Virga, in der Meteorologie bekannte Virga-Mechanismus, dass aus einer solchen Wolke Eiskristalle ausfallen und dann in Form dieses Schleiers sich unterhalb der Wolke wegbewegen und nie den Boden erreichen. Also Virga ist ein Niederschlag, der sich in der Luft dann auflöst durch Verdampfung. Also es ist wahrscheinlich hier ein Flugzeug vorbeigeflogen und hat durch die Abgase den Kondensstreifen hervorgerufen. Es kam zur Ausbildung von Eiskristallen, die dann aus der Wolke herausfallen. Der Virga-Mechanismus, den gibt es bei allen Wolken, die in bestimmter Höhe über dem Erdboden aufhören und dann ihren Niederschlag entlassen. Und das da hinten sind für den Meteorologen auch erstmal nur Cirruswolken. Die Bezeichnung einer Cirruswolke unterscheidet nicht durch das Wort selbst über die Herkunft. Also hatten wir hier dieses leicht gewellte, gibt es also nicht nur bei den Cumuluswolken, sondern es gibt es auch bei den Cirruswolken, dieses Ondulierende. Das nennt sich dann entsprechend Undulatus. Und dann gibt es diese verschiedenen anderen Cirrusformen, die ihr da unten sehen könnt. Und das sind natürlich Streifen, die von Flugzeugen hervorgerufen worden sind. Erstmal nicht mehr. Hier nochmal diese Undulata-Struktur, auch das wird ja häufig als Harbwolke bezeichnet, hat damit nichts zu tun, sind Cirruswolken, Cirrostratus, also wieder diese flächige Form, und daneben rechts eine Wolkenform, die eigentlich jetzt neu in die Nomenklatur aufgenommen werden soll, die gibt es eigentlich nur über den Great Plains, sind also auch Undulationswolken, wie auf der linken Seite, aber haben eine massive Ausdehnung und einen ganz anderen Radius und Durchmesser und treten häufig vor großen Unwettern dort auf. Überwiegend ein Phänomen der Great Plains in Amerika. Die letzte Form von Wolken, die ihr noch kennen müsst, sind diese hier. Das sind die Nimbus-Wolken, die von 0 bis
13 Kilometern Höhe reichen können. Wer übers Land fährt, sieht ja häufig bei den Unwetterzellen, die herankommen, wie sich diese Türme nach oben erstrecken und umrundet sind von Kumuluswolken und dann häufig auch diese Ambossformen hier zeigen. Undurchdringlich, uneinschätzbar wie hoch und meistens in Verbindung mit schweren Unwettern. So, jetzt kommt ein Schmankerl. Diese hier. Und mein Liebling ist die linke Wolkenform. Sie nennen sich nämlich, hallo Bernd, hör zu, Morning Glory Cloud. Morning Glory Clouds gibt es nur in Australien in der Frühlingszeit. Und wie der Name schon sagt, treten sie auch in der Morgenzeit auf. Das sind Wolken, die sich teilweise mit Windgeschwindigkeiten von 60 Kilometern landeinwärts bewegen. Hier Aufwind, hier Abwind, sodass sie und sind nur 2 Kilometer dick und wandern dann so ins Landesinnere hinein. Ganz solide Strukturen. Meteorologisches Phänomen, nichts mit Harp, nichts gesprüht. Und das rechte Ding, das hat auch gerade im letzten Jahr, wo sowas wieder gefilmt wurde, ich denke, es war im Bereich Sowjetunion oder in der Gegend, da vielleicht erinnert ihr euch, da sah man so in der Abenddämmerung schon fast so einen weißen Ring. Man dachte, oh, ein UFO ist gelandet oder ist das vielleicht ein UFO? Diese Wolkenform ist als Hole Punch Cloud bezeichnet worden. Das heißt, ein Loch in einer Wolkenschicht. Hier sind es Altocumulus-Wolken, alt von hoch und Cumulus wieder dieses kleine wolkenartige, wattebauschartige. Und dann sehen wir da plötzlich dieses Loch hier drin. Und was ist das? Also hier fehlen die Wolken und hier ist eine Wolke drin. Man sieht ja richtig, wie diese Wolke so nach zentral fast strukturiert ist. Sie befindet sich unterhalb der oberen Wolkenschicht. Es gibt Fotos, da sieht man richtig den Schatten der tiefstehenden Sonne. Diese Wolkenschicht wird natürlich beschuldigt, entstanden zu sein, weil Harp genau dorthin gestrahlt hat. Das hat aber bisher noch nie jemand beweisen können. Es gibt keine Untersuchungen, dass so etwas durch Harp entstanden ist, durch einen Ionosphärenheizer. Es gibt leider keine Untersuchung, weil es wird zwar behauptet, aber niemand hat die Aktivität von Harp zu diesem Zeitpunkt mit diesem Phänomen in Verbindung bringen können. Es ist also eine Behauptung, die nicht substantiiert ist und deswegen als Behauptung erstmal nur so im Raum stehen bleiben kann. Die Meteorologen machen sich auch Gedanken darüber und eine Arbeitshypothese ist, dass es durch Eiskristalle, die in einer höheren Wolkenschicht sich gebildet haben oder darüber gebildet haben, die dann in diese Wolkenschicht eingetreten sind, zu einer weiteren Kondensation von sehr kaltem Wasser in dieser Wolkenschicht, dieser Cumulus, Stratocumulus-Wolke, gekommen ist. Und durch diese weitere Kondensation von Wasser wurde der Wolke in einem begrenzten Bereich Wasser entzogen, das heißt Wolkensubstanz. Deswegen fehlt jetzt da die Wolkenschicht und die Eiskristalle sind tiefer gefallen, was wir in dieser zentralen Wolke jetzt hier sehen. Das ist also auch ein Virga-Effekt. Das heißt, das Herunterfallen von kondensiertem Wasser in Form von Eiskristallen. Ganz umschrieben. Hervorgerufen werden kann sowas auch durch ein Flugzeug, durch die Abgase oder auch durch eine Rakete, die hochgeflogen ist. Wir wissen ja, dass also eine hochfliegende Rakete, die in den Erdorbit gelangt, für bis zu 12 Stunden ein Loch in die Ionosphäre reißen kann, ganz umschrieben. Und das kann auch bei solchen Dingen hier passieren. Es gibt also auf ganz natürliche Art und Weise eine Unmenge verschiedener Wolken, die auch manchmal zu nachdenklichen Betrachten Anlass geben. Das gebe ich gerne zu. Wir müssen sprechen bei unserem Thema über etwas, was der Treibhauseffekt genannt wurde.
und natürlich mit der Wolkenbildung und der Atmosphäre zusammenhängt. Ob es jetzt eine CO2-Lüge gibt oder nicht, mag dahingestellt sein. Tatsache ist, dass seit der Mensch industrialisiert lebt, die Emissionen von bestimmten Gasen zugenommen haben. Da kommt man nicht dran vorbei. Dass natürlich der Klimawandel ausschließlich durch den Menschen hervorgerufen worden ist, da würde ich gerne in eine Diskussion mit einsteigen. Da sind wir d'accord. Aber es gibt einen Teil des Klimawandels und den nennen die Wissenschaftler den anthropogenen, also den menschengemachten Teil des Klimawandels. Und lasst uns über diesen Teil ruhig reden, lasst uns auch ehrlich und aufrichtig da mit uns umgehen, untereinander. Also, der Treibhauseffekt. Es gibt einen natürlichen Treibhauseffekt durch einfach das Wechselwirken der verschiedenen Schichten, der verschiedenen Bestandteile unseres Klimasystems, wie ich vorhin gezeigt habe. Jetzt stellt euch vor, wir hätten keine Atmosphäre und die Sonne würde ihre Energie in Form von Sonnenstrahlen jetzt hier runterschicken. Dann müsste, um eine ausgeglichene Energiebilanz zu haben, die einstrahlende Energie gleich der abgegebenen sein. Und wir hätten bei diesem Zustand keine Atmosphäre, einfach nur Sonnenlicht auf Planetenoberfläche und wieder zurück, hätten wir eine mittlere Oberflächentemperatur auf der Erde von minus 18 Grad. Durch den natürlichen Treibhauseffekt, sprich also Wasserdampf und andere Gase, die Sonnenlicht absorbieren in der Luft, kommen wir auf eine andere Temperatur und wir haben also eine Differenz von minus 18 insgesamt 33 Grad, das heißt, wir würden hier so eine mittlere Temperatur von in 20 Jahren auf der Erde haben. Und das alles bei natürlichen Verhältnissen, ohne menschliche Einwirkung. Die ist aber nun da und hat in der oberen Troposphäre, Grenze zur Stratosphäre, hier zu einer Vermehrung von bestimmten Gasen geführt. Wenn unsere Atmosphäre zum Beispiel nur Sauerstoff und Stickstoff enthielte, würde sich an diesem hier überhaupt nichts ändern, weil diese beiden Gase kein Sonnenlicht oder keine Wärmestrahlung absorbieren oder emittieren. Die sind inert, das heißt, es geht an denen vorbei. Und damit ist schon ein ganz wichtiger Faktor, was das Verständnis des Klimawandels oder des Treibhauseffektes angeht, beschrieben. Wir haben eine Absorption von Energie und eine Abgabe von Energie und die ist spezifisch für jedes chemische Element. Jedes chemische Element hat seine eigenen Emissionslinien. Wenn wir also in der Astronomie Planeten und Sonnen untersuchen und machen die Spektralanalyse, dann finden wir den Stern dort, der hat diese Emissionsbanden bei dem. Und sie sind unterschiedlich und wir können jede Bande einem chemischen Element zuordnen und so identifizieren, woraus diese Sonne besteht. Und so ist es auch in der Atmosphäre. Und es ist nun leider so, dass zwei Gase hier, beziehungsweise zwei Moleküle, dass die besonders wirksam sind, was Absorption von Wärmestrahlung angeht. Und das ist eben CO2 und Wasserdampf. Und wenn wir eine natürliche Planetensituation haben, dann ist es eben so, wie ich es hier auf der linken bzw. auf der rechten Seite beschrieben habe. Aber wenn wir eine Fraktion in diesen Gasen vermehren, und das tut der Mensch seit fast zwei Jahrhunderten, dann kommt es doch unweigerlich zu einer Änderung des gesamten Systems, was ich vorhin beschrieben habe. Und was ist das dann? Wir haben Sonnenlicht, das von außen einstrahlt, das durch das Vorhandensein von Molekülen in der oberen Atmosphäre erstmal wieder in das Weltall zurückgestrahlt sind. 30% Sonnenlicht werden zurückgestrahlt. Zurückgestrahlt, interessantes Wort. Werden wir uns merken. 70% gelangen auf die Erdoberfläche und werden dort absorbiert, aufgenommen, erwärmen und werden wieder abgestrahlt. Ihr merkt jetzt, es kommt ein komplizierter Mechanismus in Gang, denn es soll ja am Ende immer eine ausgeglichene Energiebilanz sein. Wenn sich in einem Bereich dieses nicht linearen Systems, dieses dynamischen Systems etwas ändern, dann muss sich auf der anderen Seite auch irgendetwas ändern.
Und dann braucht es eine gewisse Weile, bis sich hier in der unteren Atmosphäre diese Wärme, die nun nicht mehr abgestrahlt werden kann, weil sie ja in der obersten Schicht durch das Vorhandensein zusätzlicher Moleküle wieder absorbiert wird, die dann das wieder zurückstrahlen. Das ist ein Kreislauf, der muss sich erst wieder einspielen. Das dauert im Bereich der Erde natürlich lange Zeit, viele Menschen leben, bis dann wieder ein Steady State eintritt und wieder ausreichend Energie zur Sonne zurückgestrahlt wird, also ins Weltall zurückgestrahlt wird und die Energiebilanz der Erde, der Energiehaushalt wieder im Gleichgewicht ist. Das merken wir dann natürlich, bis dieses Gleichgewicht eingestellt ist durch die Erwärmung unserer Umwelt. Das ist also im Grunde genommen grob skizziert die Funktion oder die Wirkungsweise dieses Treibhauseffektes, der durch Menschen gemacht wird. Also wir emittieren Gase, die in der Lage sind, Wärmestrahlung zu absorbieren und auch zu reflektieren in einem nicht gesunden Maß und verändern damit die Energiebilanz. Ihr alle kennt das Desaster mit Kyoto. Viele haben noch die Bilder in Erinnerung, wo der Lobbyist der amerikanischen Erdölindustrie ständig mit dem Handy auf der Balustrade stand und unten das Plenum beobachtet hat, um genau zu gucken, welches Land schert jetzt aus der Reihe. Und dann sind natürlich die entsprechenden Gelder geflossen, die entsprechenden Mini-Konferenzen im Seitengang durchgeführt worden, um alle wieder auf Linie zu bringen. Und ihr kennt auch die verschiedenen misslungenen Versuche in nächsten Sitzungen, doch noch etwas für den Planeten zu erreichen. Weil bestimmte Kreise, die ich vorhin angesprochen habe, die andere vor mir hier angesprochen haben, kein Interesse daran haben. Und dann gibt es nun Überlegungen, was können wir denn machen? Was können wir tun, um dem Klimawandel zu begegnen? Und nun ist das Geoengineering erfunden worden, um der Erwärmung entgegenzuwirken. Ja, ohne eigentlich die Ursache zu beseitigen zu müssen. Wir wollen ja verdienen, wir wollen ja weiter ausbeuten. Wir wollen ja jetzt auch in der Mongolei schürfen. Und wir wollen ja weiter für unermessliche Gelder und Emissionen Ölsände abbauen. Das muss alles laufen. Power, Profit. Also brauchen wir Maßnahmen, die wirksam sind, ohne dass wir hier unten aufhören müssen. Also Geoengineering soll sein, die bewusste und zielgerichtete und meist in großem Maßstab global durchgeführten Eingriffe in das Klimasystem mit dem Ziel, die anthropogene Klimaerwärmung abzumildern. So ist die Definition der Royal Society im Jahre 2009. Und da hat man dann zwei Maßnahmenbereiche. Einmal Maßnahmen, die den Strahlungshaushalt beeinflussen, also Solar Radiation Management. Sie sollen die Nettoeinstrahlung kurzwelliger Sonnenstrahlen verringern und so die Atmosphäre in Bodennähe abkühlen. Strahlungshaushalt. Das zweite sind Technologien, die darauf abzielen, dem atmosphärischen Kohlenstoffkreislauf Kohlendioxid zu entziehen und dauerhaft zu speichern. Das heißt Carbon Dioxide Removal. Das sind so die Schlagwörter, die Experten natürlich aus dem FF beherrschen, auch aussprechen können. Da kennt man das Begriff der Kohlendioxid-Senken auf der Erde. Die Kohlendioxid-Senken, da gibt es natürliche, wie zum Beispiel die Ozeane. So, und in diesen Bereichen sollen nun Maßnahmen überlegt werden, wie können wir denn diese Energiebilanzen und die anthropogene Klimaerwärmung abmildern. Wichtig ist gleich von Anfang an, dass diese Technologien zwar die Konzentration dieses Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre beeinflussen sollen, die Menge der anthropogen erzeugten Treibhausgase wird aber in keiner Weise beeinflusst. Es ist also auf Deutsch eine Milchmädchenrechnung. So, nun lasst uns anschauen, was getan werden kann.
Da haben wir einmal die Beeinflussung des Strahlenhaushaltes. Also worüber ich jetzt spreche, sind aktuelle Vorgänge, Projekte, die in Auftrag gegeben werden, die durchgeführt werden, um diesen Klimawandel zu beeinflussen. Es fließen Milliarden Euro, Dollar oder weiß was ich, an Geldern im Moment in Projekte, an Universitäten, an einzelnen Personen, an Institute. Man möchte also den Strahlungshaushalt beeinflussen. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Also wir wissen, jeder Planet, der von irgendetwas beschieden wird, hat entsprechend seiner Zusammensetzung ein sogenanntes Rückstrahlvermögen, das heißt Albedo. Man hat also überlegt, um das Albedo der Oberfläche der Erde zu erhöhen, streichen wir doch mal alle Dächer weiß. Oder aber wir gestalten unsere Siedlungen heller und haben damit ein höheres Rückstrahlvermögen am Erdboden. Es ist, und das ist nachher unser Bereich, über das Ausbringen von Aerosolen im Bereich der Troposphäre und auch der Stratosphäre gesprochen worden. Man überlegt sich, ob man dort reflektierende Partikel einbringen kann oder kleine Ballons in die Stratosphäre, die diese Partikel dort aussenden. Und wiederum muss ich darauf hinweisen, es bedarf also gar keiner Verschwörungstheorie, weil das sind alles offizielle, öffentliche Ausschreibungen, die hier gemacht werden, um solche Dinge als Projekt erstmal ins Leben zu bringen. Die Ausführung ist dann noch eine andere Sache. Wir haben die Überlegung, was den Strahlungshaushalt angeht, das Albedo von Wolken zu verändern. Das heißt, Wolken dicker zu machen, die ja von oben immer weiß aussehen, durch Einbringen von kleinen Kondensationskörnern, Körpern. Das kann auch Salzwasser sein, beziehungsweise also die Salze aus Wasser. Man hat die Wolkenbildung versucht anzuregen. Also da gibt es dann Schiffe, die fahren über den Ozean in bestimmten Bereichen, wo es sinnvoll ist, nehmen Wasser auf, kondensieren das und spritzen dann die Salzkristalle in die Luft, in der Annahme, dass sie in den Zirkulationen nach oben steigen und dort dann zur Wolkenbildung führen. Dann haben wir den Bereich von Installationen auf der Wasseroberfläche, das heißt also große Teile der Wasseroberfläche können, so die Ingenieure, mit spiegelnden, rückstrahlenden Platten zum Beispiel belegt werden. Oder aber man tut ein Gleiches im Weltall. So viel zu den wichtigsten Überlegungen der Ingenieure aufgrund der Vorstellung des Geoengineering, was den Strahlungshaushalt angeht. Also man möchte Licht reflektieren, um der Erwärmung vorzubeugen, um das Klima abzukühlen. Und es ergibt sich schon aus all diesen Dingen, dass viele Projekte zwar auf dem Papier realisierbar sind, aber nicht in der Realität umsetzbar. Denn Spiegel im Weltall, wer soll die hinbringen, wer soll die warten, wer soll das bezahlen? Und dann kommt auch noch hinzu, dass die Sachen ja hergestellt werden müssen. Das heißt also, es wird CO2 produziert, schon allein bei der Herstellung. Und in der Bilanz der Maßnahme ergibt sich dann, es hat nichts gebracht, im Gegenteil, es bringt sogar noch zusätzlich etwas. Das Abdecken von Oberflächen, von marinen Oberflächen. Ich höre Herrn Schätzing kichern und Markus wahrscheinlich auch, weil da natürlich ein Eingriff in einen Lebensbereich vorgenommen wird, der ist einfach unglaublich, weil ja Licht dadurch dann weggefiltert wird, dass die Lebewesen in den oberen Wasserschichten natürlich benötigen. Zu den reflektierenden Partikeln. Hier kommt ein Teil der Chemtrail-Theorie zum Tragen, in dem ja Aluminium immer im Gespräch ist mit seinen reflektierenden Eigenschaften. Man muss allerdings über Aluminium auch etwas wissen. Es ist das dritthäufig vorkommendste Metall in der Erdkruste. Also ein ganz häufig vorkommendes und sehr gut verwendbares hochreaktives Element. Und was die Toxizität angeht, das interessiert mich als Mediziner natürlich immer. Also ein gesunder Mensch kann auch eine höhere Dosis Aluminium, das er aufnimmt,
problemlos über die Niere wieder ausscheiden. Zu Intoxikationen kommt es nur, wenn dieses Ausscheidungsorgan Niere krank ist, also eine Niereninsuffizienz vorliegt. Und das natürlich im Körper vorkommende Aluminium, wir haben Spuren davon in unserem Körper, dann akkumuliert, also ansteigt. Und dann gibt es Vergiftungserscheinungen. Und da gibt es dann drei Krankheiten, die Aluminium hervorrufen kann. Das ist einmal die Anämie, weil es in dem Molekül die Stelle des Sauerstoffs besetzt, des Eisens besetzen kann. Des Eisens besetzt. Es kann zu Osteoporoseerscheinungen kommen, Knochenschwund und natürlich zu Wirkungen am zentralen Nervensystem. Aber ich sage nochmal, das ist erstens extrem selten, zweitens nur bei Nierenkranken, um es jetzt einfach mal so plakativ auszudrücken, wirklich anzunehmen. Der normale Mensch hat mit dem Aluminium nichts zu tun, es sei denn, er hat eine Allergie dagegen. Da kann man dann nichts machen. Also, nur das mal, um Aluminium, diesen Teufel Aluminium, auch mal so ein bisschen aus dem Verschwörungsbereich herauszuholen. Es ist wunderschön, Aluminium zur Weihnachtszeit zu haben. Dann glitzert der Weihnachtsbaum, weil das Lametta dranhängt. Und ähnliche Dinge kann man damit machen. Es ist ein hervorragender Werkstoff und wird in den verschiedensten Bereichen angewendet. Und natürlich auch für spiegelnde Oberflächen. Und hier hat sich ein Wissenschaftler, David Keith, von der Universität von Calgary, Gedanken gemacht. Und er hat also auf dem Papier ein ganz hervorragendes Teilchen entworfen und benutzt dabei einen Prozess, der nennt sich Photophorese. Photophorese, das bedeutet, dass kleine Teilchen, die in irgendeiner Flüssigkeit, in einer Suspension sich befinden, dass die unter Einfluss von Licht ihre Bewegung verändern können. Und damit wird zum Beispiel die Bewegung von Partikeln wie Silikat in der Atmosphäre erklärt. Und die Studie, die ist bezahlt worden, die ist auch schon vorgestellt worden und hat auch schon einige Leute sehr, sagen wir mal, positiv beeinflusst. Also diese Idee ist zwar noch nicht umgesetzt worden, aber in der Theorie schon gut und detailliert dargelegt. Und zwar hat sich der Wissenschaftler Keith aus Calgary Gedanken gemacht über Plättchen, die im Himmel eines Tages die Sonnenstrahlen reflektieren könnten. Und er hat sich auch genau überlegt, wie man die Dinger konstruieren muss. Und zwar einmal sollen sich diese Kräfte, diese Plättchen ja durch ihre eigene Kraft selbst steuern. Also man soll da keinen Treibstoff für verwenden. Und die Plättchen haben also folgendes Aussehen. Und hier kommt etwas wieder zum Tragen, was aus meiner Sicht eine der größten Bedrohungen der Menschheit für die Zukunft sein kann. Und das ist die Nanotechnologie. Ihr wisst alle darüber, wir sind hier alle Experten, ich brauche das gar nicht zu erklären. Nanoteilchen werden durch die Zellen in den Zellstoffwechsel aufgenommen, also beziehungsweise in die Zellen, gelangen durch ihre Größe in die Zellen, auch in menschliche Zellen. Und was sie dort tun, weiß noch keiner. Die Nanotechnologie ist schon weit fortgeschritten, aber es gibt überhaupt keine Kontrollmechanismen, diese Dinge zu steuern, zu untersuchen. Das heißt, im Moment ist es so, dass die Nanotechnologie den Untersuchungen, ob sie irgendwelche schädlichen Auswirkungen haben, voranschreitet. Ich hoffe, dass sich das sehr schnell umkehrt, weil sonst haben wir schon längst Dinge inkorporiert, die wir eigentlich nicht bei uns haben möchten, denn niemand von uns möchte ein künstlich hergestelltes Nanoteilchen in seinem Körper haben, ohne dass er weiß, was damit eigentlich passiert. Also diese Nanoteilchen, die haben so ungefähr 1000 Nanometer Länge, Größe und eine Dicke von 50 und bestehen aus drei Schichten. Das eine ist Aluminiumoxid, das ist eben fast durchsichtig und soll die zweite Schicht aus Aluminium eben schützen, die dann das Sonnenlicht reflektiert. Und auf der Unterseite ist eine dritte Schicht und das ist Bariumtitanat. Und diese soll die Scheibe durch entsprechende Wärmeumwandlungen zum Teil bis in 50 Kilometer Höhe transportieren. Das heißt, er hat im Grunde genommen so eine Art Perpetuum mobile entwickelt. Auf dem Papier. Und wir wollen hoffen, dass diese Dinge nicht umgesetzt werden. Dann gibt es
Das war jetzt alles der Bereich Strahlungshaushalt. Nun hatte ich vorhin noch einen zweiten Bereich erwähnt, der uns jetzt hier nicht unbedingt so interessieren soll, aber ich will ihn erwähnen, weil auch er natürlich in das gesamte Regularium des Klimasystems Auswirkungen haben kann. Terrestrische Bindung von Kohlenstoff. Hier eine Skizze. Einmal haben wir dann, das ist in Berlin jetzt und im Vattenfall, glaube ich, oder E.ON betreiben da große Experimente in Deutschland, indem sie also CO2 in irgendwelchen Erdschichten einlagern wollen, weil das ja so sicher ist und das bleibt dann auch da. Dann haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel Biokohle, Biomasse entsprechend zu benutzen, um CO2 zu binden. Wir können sogar Prozesse bei der Verwitterung, weil dort entsprechende Säuren eine Rolle spielen, in die CO2 dann eingebunden wird, benutzen. Und wir können natürlich aufforsten. Was die Aufforstung angeht, muss man leider sagen, es ist ein wahrscheinlich Prozess, bei dem ein Gleichgewicht eingestellt ist, denn die Bäume verwittern dann hinterher auch, die verfaulen und produzieren dann entsprechend auch wieder ihre Gase. Ja, und dann natürlich die maritime Komponente. Es ist versucht worden, den Ozean zu düngen. Überlegung war, dass das Plankton, also all diese kleinen Lebewesen, ja, CO2 verstoffwechseln. Und wenn man jetzt das Wachstum dieser Planktonteilchen anregt, dann wird auch mehr CO2 gespeichert und wir hätten einen erheblichen 15-prozentigen Rückgang von CO2 in der Atmosphäre. Hört sich theoretisch gut an. Man hat also auch unter Mitwirkung deutscher Institute, ehrwürdiger Institute, Geld gegeben und hat Schiffe ausgerüstet und ist dann mit entsprechendem Eisenpulver losgefahren. Bisher sind 13 verschiedene Düngungsprojekte bekannt geworden. Und hat dann das Eisen ins Meer, in den Ozean gekippt. Und das waren so Bereiche über 300 Quadratkilometer und hat dann gewartet. Was tut sich? Vermehrt sich das Plankton, wird messbar CO2 in dem Bereich vermindert. Es tat sich aber nichts. Warum? Weil das Eisen von den Planktonteilchen aufgenommen wurde, aber die nächste Fressgruppe kam und hat sich gefreut, wir haben ordentlich viel Plankton und haben das alles weggefressen. Sodass der Versuch durch die Lebewesen im Meer zunichte gemacht wurde. Also der Eingriff ist erfolgreich abgewehrt worden, muss man ja fast sagen. Dann hat man überlegt, also diese Eisendüngungsexperimente sind ohne Erfolg. Aber man hat sie ausprobiert. Dann hat man versucht, die marine Schichtung, ob man da rangehen könnte. Das heißt also, das Tiefenwasser, wo entsprechend CO2 ist, mit entsprechenden unterschiedlichen Temperaturen durcheinander zu bringen. Man stelle sich nur mal vor, das sind ja Röhren, die sind einige hundert Meter lang, wenn nicht noch länger. Man stelle sich mal vor, der Mensch überlegt sich, in die seit Ewigkeiten dort fließenden untermeerischen Ströme. Wir kennen Ströme von 10 Kilometern Dicke, die sich im Meer um den Planeten herum bewegen. Und dort will er nun hinein manipulieren. Und es ist nicht umsonst, dass das Umweltbundesamt, sogar das Umweltbundesamt, das viel gescholtene, das ja angeblich in der Chemtrail-Verschwörung mit drin sein soll, dass die ein exzellentes, im Internet nachlesbares Paper herausgebracht haben, Geoengineering, Größenwahn. Wir haben Versuche beschrieben und auch wahrscheinlich schon durchgeführt, den Ozean zu kalken. Das heißt also, Kalk da rein zu kippen. Und man hat auch überlegt, wie können wir denn möglicherweise durch Verfaulen und entsprechend Gase reduzieren, CO2 reduzieren, indem wir einfach die Ernteabfälle ins Meer kippen, damit es in der Tiefsee irgendwo unten für alle Zeiten schlummert und da in den Kreislauf eingeht. Nun stellt euch mal vor, da unten leben seit Äonen Wesen, von denen wir noch nichts wissen und denen kippen wir dann plötzlich unsere Ernteabfälle auf den Kopf. Ich würde mir wünschen, dass eins von diesen mal wirklich hochkäme und mal guten Tag sagt.
Aber der Wahnsinn geht noch weiter. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass man mit der Schwefelidee unheimlich, unheimlich angefreundet ist, weil es ja so eine preiswerte Sache eigentlich ist und ja auch natürlich vorgekommen ist. Also wie können wir es dann machen? Und es gibt natürlich Konzerne, die dann entsprechend sofort Forschungsaufträge, Projektaufträge vergeben. Und hier ist so eine Firma mal gezeigt, das ist die Firma Lockheed. Und die hat sich überlegt, wir haben die Idee, wir haben das Vehikel, wir können Schwefel in die Atmosphäre, in die Stratosphäre, also dort, wo es besonders lange verbleiben kann, transportieren. Und dafür hat der Konzern bereits eine Art Luftschiff entwickelt, das in der Luft schwimmt und sich in einer Kombination aus Auftrieb und Aerodynamik auch in größeren Höhen bewegen kann. Und dann gibt es wieder Wissenschaftler, ich meine, das sind alles Menschen, die sind mit uns zusammen aufgewachsen. Und was korrumpiert diese Wissenschaftler eigentlich? Ist es das Ego, muss man fragen? Ist es das Geld? Ist es, ich lese meinen Namen jetzt mal auf dem Kongress so und so? Und ihr müsst ja auch wissen, wer das noch nicht durchgemacht hat, wer wissenschaftlich publizieren will. Und das ist wohl für einen Wissenschaftler das Allerhöchste. Der muss einen langen Leidensweg gehen, indem er nämlich bei Publikationen, die ja immer in einem Institut erfolgen, wo ein Professor das Sagen hat, und dann hat er noch einen Assistenzprofessor oder seinen Mentor, und er kriegt dann den Auftrag, jetzt schreib mal ein Paper über dieses und dieses. Du benutzt die Forschungsergebnisse aus meinem Institut, und dann wird das Paper veröffentlicht und dann steht der Schreiber an dritter Stelle, hinten. Dann kommt der Assistenzprofessor, der eigentlich nicht viel Macht hat, außer mal gegenzulesen, und vorne steht dann der Professor. Das heißt also, wenn ihr wissenschaftliche Publikationen seht im Internet, dann wisst ihr immer ganz genau, die Hierarchie ist dort abgebildet. Und wenn das mit dem Herrn an Stelle Nummer 1 nicht übereinstimmt, was an Stelle Nummer 3 geschrieben wurde, na, dann fällst du da weg, dann kommen andere Namen dahin. Und das ist es wohl. Und in dieser Hierarchie der Namensnennung offensichtlich irgendwann mal an erster Stelle zu stehen, das muss unter anderem auch eine Triebfeder sein, dass sich Wissenschaftler für solche Dinge hergeben. Es ist das Recht von Wissenschaft, in alle Richtungen zu forschen. Es ist das Recht von Wissenschaft, auch das Unmögliche mal zu denken. Das ist in Ordnung. Aber was dann so bedenklich ist, wie sehr sich Menschen mit so einer Sache identifizieren können und dann völlig die Realität vergessen und dann auch selbstsüchtig werden und selbst wichtig. Also hat dieser Wissenschaftler von der Barrett-Universität in Columbia in den USA, der offensichtlich mit Lockheed ja dann in Verbindung stehen muss und dieses Projekt ja zumindest kennt, der hat sich dann ganz begeistert geäußert. Das wird dann auch geschrieben, und so kommt so ein Projekt, das diffundiert dann so langsam in das Bewusstsein auch der wissenschaftlichen und der kommerziellen Gemeinde hinein, dass dieses Luftschiff hier der Beweis einer unglaublichen Kosteneffizienz ist für das Geoengineering. Denn Schwefel für nur wenige Milliarden Dollar könnten dann Maßnahmen zur Einsparung von Kohlendioxid, die das Hundertfache kosten, aufwiegen. Das heißt also, es wird gar nicht nachgedacht darüber, was dieses Schwefel da in der Stratosphäre macht, sondern einfach nur, was es kostet. Hier möchte ich euch eine Folie zeigen, die habe ich gerade vor kurzem entdeckt auf der Seite der Dacama-Stiftung. Und hier sind die aktuellen globalen Aktivitäten zur Wetterveränderung und die Orte von maritimen Düngungsexperimenten aufgeführt. Die Düngungsexperimente sind hier die Kringel, das Schwarze, das sind die Länder, die ihre Aktivitäten zur Wetterveränderung offiziell an die World Meteorological Organization, also die oberste Meteorologenvereinigung der Welt, gemeldet haben. Schwarz, also keine Verschwörung nötig. Wir melden es ja, wir machen es. Dann gibt es Länder, die machen es, haben es nicht gemeldet. Dann gibt es welche, die melden gar nichts. Ja, und dann gibt es Länder, die sind hier rot umrandet, die sich zumindest oder auch finanziell an solchen
Experimenten, Eisendüngungsexperimenten beteiligt haben. Und wenn ihr mal schauen wollt, hier, das ist wohl Europa, und da in der Mitte liegt ja Deutschland, und es ist schwarz und es ist rot umrandet. Und all diese Wissenschaftler, von denen ich gesprochen habe, jetzt wird es noch mal ein bisschen interessanter, haben sich getroffen und treffen sich immer wieder. So wie hier auf der 10. wissenschaftlichen Konferenz über Wetterveränderung. Und das Ganze fand jetzt letzte Woche statt, in Bali, in Indonesien. Und hier ist das Konferenzprogramm. Und das ist interessant. Wenn man sich das mal durchliest, dann wird hier aufgeschrieben, wer immer der Chairman ist und was dann alles so besprochen werden soll. Dann guckt man mal so weiter. Gibt es denn da irgendwelche? Also es wird natürlich viel Tee getrunken. Man muss sich auch immer stärken. Ja, und dann gibt es hier Oral Presentations, also Vorträge. Das war für mich interessant. Ich habe dann mal so durchgelesen und schon auf der ersten Seite der Vortrag von Zed Levin von 11:40 bis 12 Le Lektionen, die wir von 50 Jahren Wolkenbesamung in Israel gelernt haben. Das bedeutet, dieser Mann berichtet darüber, dass seit 50 Jahren schon in Israel Wolken beimpft werden. Und dann liest man weiter und stellt fest und kann sich eigentlich kaum noch einkriegen, wie weit verbreitet diese Wettermanipulationen auf unserem Planeten inzwischen schon sind. Es ist berichtet worden, dass für bestimmte Paraden bei der Eröffnungsfeier von Peking hat man schönes Wetter gemacht, damit das Ganze beim Sonnenschein stattfindet. Der Bürgermeister von Moskau, der offensichtlich das als Hobby betreibt, der hat den Leuten in Moskau schneefreie Winter versprochen und hat entsprechend Cloud Seeding, so ist das der Terminus, gemacht. Und man ist sich inzwischen nun nicht mehr sicher, dass da vielleicht auch mal was schiefgehen kann. Und man schuldigt eigentlich die großen Brände, die sich bei Moskau jetzt fast jedes Jahr abspielen, schuldigt man auch an, ihre Ursache in diesen Dingen zu haben, diese Wetter- und Wolkenmanipulationen. Und so geht das seitenweise weiter. Überwiegend Länder aus Asien, der gesamte russische Komplex ist dabei, China extrem viel. Und alle treffen sich und unterhalten sich und schnattern munter über ihre neuesten Experimente, die natürlich alle gut bezahlt sind. Und unmittelbar vor unserem Kongress hier bekam ich dann die erste Zusammenfassung dieser Tagung. Und da ist dann zu lesen, hier die ersten mehr oder weniger belanglosen Punkte. Und dann wird es interessant, und zwar hier unten unter Punkt 2. Da schreiben sie dann, es gab auch Vorträge, über unbeabsichtigte Wettermodifikationen, Klimawandel und Geoengineering. Das heißt, man hat dann kurz vor Ende der Tagung ist man ans Eingemachte gegangen und hat sich dann mal über die Dinge unterhalten, die da möglicherweise schiefgelaufen sind. Diese Präsentationen boten nicht nur einen Überblick über die wissenschaftlichen Ergebnisse, sondern auch über praktische Erfahrungen in Weather Modification, in der Wettermodifikation, Wetterveränderung, Wetterbeeinflussung, unterstützt durch wissenschaftliche Studien und Analysen. Highlights waren dann natürlich die neuesten Ergebnisse des Winterwolken-Seedings aus Programmen des Staates Wyoming und Australien, bei denen neue Instrumente wie doppelpolarisierendes Radar und die entsprechenden Satelliten-Relaisstationen neue Einsichten in die Wolkenmodifikationsprozesse boten. Und schließlich wird auch noch das Tropenmeteorologische Institut und das thailändische Büro
der königlichen Regenmach- und Landwirtschaftsfliegerei erwähnt. Und das Büro der königlichen Regenmacher aus Thailand hat jetzt sogar ein auf 5 Jahre ausgelegtes Programm durchgeführt, das die Wechselwirkung Aerosole-Wolken im Bereich der Sommermonsunwolken untersuchen. Alles gut finanziert und mit den neuesten Technologien unterfüttert. Ich habe jetzt eben lachen müssen, weil ich mich so ein bisschen an Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer in der Terminologie, erinnert fühlte. Aber es ist ja im Grunde genommen der Beweis, dass es längst passiert, dass Wetter manipuliert wird und man offen darüber spricht. Es ist keine Verschwörungstheorie nötig, es wird getan. Man muss natürlich eines erwähnen. Es sind alles Sachen, die in der unteren Troposphäre sich abspielen. Mit Flugzeugen wahrscheinlich, die entsprechend zu dem Projekt gehören und nicht, wie es ja die Chemtrail-Theorie sagt, mit kommerziellen Airlinern passieren soll. Das sind dann auch Flugzeuge, die eher an die Dinge erinnern, die wir bei den Hagelschlagflugzeugen kennen. Also so in dem Bereich wird sich das abspielen. Allerdings, und das ist interessant, wenn man dann den Text, den ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht so gut erkennen könnt, weiterliest bis zum Schluss, hier unten in den Bereichen steht das, da hat man dann, das wird jetzt nur so klein erwähnt, auch über diese Dinge gesprochen, die vorgeschlagen worden sind, die eindeutig negative Auswirkungen für das Klimasystem haben. Und deswegen ist es der WMO ganz wichtig, die speziellen Geoengineering-Ideen, die da diskutiert wurden, wohl wegen deren Brisanz, dass da nochmal ermahnend an die klaren Richtlinien der WM, des Weather Modifications, erinnert wurde. Also, was ihr da macht, in die Schublade, das ist nicht zugelassen. Extreme Vorsicht und Zurückhaltung wurde gefordert bei Versuchen, Elemente des Wetterklimasystems zu verändern, weil das Outcome nicht sicher ist und auch gesellschaftliche und soziologische Beziehungen gestört werden können. Das heißt, dass da Dinge vorgeschlagen werden, die dann tatsächlich hier zu Unruhen führen, wenn die Leute sehen, dass sie tatsächlich besprüht werden. Aber um noch zu sagen, dass Cloud Seeding, die Weather Modification, ist keine Erfindung der Jetztzeit. Das gab es auch früher schon, eigentlich seitdem Luftfahrt betrieben wird. Ich habe hier einmal ein Bild der Projekte Cirrus und Storm Fury aufgeführt. Das Projekt Cirrus, das war ein Projekt in den 1947, direkt nach dem Krieg. Da hat man sich überlegt, dass man da vielleicht Eis in so eine Hurricanes schmeißen könnte, um dann entsprechend die Windgeschwindigkeit und den Regengehalt durch Kondensation zu mindern und dadurch den Hurricane zu entschärfen. Dann ist man tatsächlich losgeflogen, hat gekranschtes Eis in einen Behälter gepackt und ist dann in den Hurricane geflogen, hat das Eis in die Wolken geschmissen und was dann passierte, war, dass der Hurricane die Richtung änderte und an einer anderen Stelle an Land kam. Da waren die Leute da natürlich sauer, weil die hatten ja gesagt, ach, uns betrifft es nicht. Aber dann kam er doch. Daraufhin wurden die Leute verklagt und das Projekt Cirrus wurde eingestellt. In der Zwischenzeit, natürlich offiziell eingestellt, aber in der Zwischenzeit hat man weiter geforscht und dann wurde in den 60er Jahren das nächste Projekt Storm Fury entwickelt und auch dann begonnen. Das ging bis in die Mitte der 80er Jahre hinein. Projektvorstellung war, wir fliegen hinein mit Silberjodid an die Wand des Auges und streuen dort Silberjodid aus. Das führt zu Kondensation. Das führt dazu, dass die innere Augenwand in sich zusammenfällt und sich eine neue Augenwand bildet und somit die Windgeschwindigkeit verlangsamt wird und natürlich auch entsprechend der Gehalt an Wasser. Dieses ging hin und her über Jahrzehnte, muss man ja sagen, bis in die 80er Jahre hinein, hat Unmengen an Geld verschlungen, ist aber letztendlich eingestellt worden, weil nicht wirksam. Man hat nämlich festgestellt, dass diese tropischen
Wirbelstürme nicht genügend, also dass das Wasser, die Wassertemperatur an den Wänden der Augen nicht kalt genug war, um da zu Kondensationen zu führen. Und man hat auch festgestellt, dass das Bilden von einem zweiten Auge im Hurrikan offensichtlich ein natürliches Phänomen ist, denn man kennt viele Hurricanes, die haben zwei Augen oder sogar noch mehr. Also ist der Effekt, der hier durch das Silberjodid hervorgerufen werden sollte, nicht gegeben gewesen. Aber es hat in der Zwischenzeit viel Geld verschlungen und natürlich auch viele Ressourcen. Hier seht ihr das Team. Das war sicherlich auch eine sehr verschworene Einheit, die eine Menge mitgemacht hat. Da wird es eine Tränchen gegeben haben. Aber letztendlich ist es dann eingestellt worden. So, Verschwörungstheorie. Die können machen, was sie wollen. Die machen es. Man kann natürlich jetzt, und das wird leider auch auf der Chemtrail-Szene getan, alles in einen Topf schmeißen. Sie hängen alle zusammen. Sie sind alle kriminell, sie kümmern sich um nichts. Wenn man so argumentiert, dann nimmt man sich eigentlich auch die Basis für eine sachliche, fundierte Diskussion, weil wenn alle da mit drin hängen, dann kann man ja sowieso nichts machen. Dann hat es auch keinen Sinn zu diskutieren. Mir war es wichtig, weil es ja eine Synopsis ist, auch aufzuzeigen, dass es natürlich rechtliche Rahmenbedingungen gibt für Dinge, die Staaten betreffen. Und es haben ja nun glücklicherweise viele Staaten, viele Konventionen, viele Verträge in unterschiedlicher Frequenz unterschrieben. Und hier habe ich euch mal ein paar von diesen wichtigen und rechtlich verbindlichen Verträgen aufgelistet. Oben ist das internationale Klimaschutzrecht, also das ist Kyoto und so weiter. Ihr wisst, dass dieses Klimaschutzrecht ja nicht in Kraft treten kann, weil eben die Lobbyisten sich daran beteiligen an der Diskussion. Und es ist auch so, dass der Strahlungshaushalt, also die Sachen, die im Cloud-Seeding, im Bereich von Spiegeln, Aluminiumpartikeln und Ähnlichem, die werden da nicht erfasst von diesen Rechtsvorschriften. Es gibt Schutz der biologischen Vielfalt. Es gibt das allgemeine Völkergewohnheitsrecht. Das bedeutet also, wenn ein Volk, ein Staat etwas tut, das möglicherweise Auswirkungen auf ein anderes Land hat, dann muss dieses Land vorher konsultiert werden. Wie zum Beispiel ein Atomkraftwerk an der bayerischen Grenze auf tschechischer Seite oder solche Dinge. Dann gibt es das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht und andere Dinge, die alle versuchen, Grenzen und länderüberschreitende Aktivitäten zu regeln. Und kein Land darf etwas tun, das im Bereich eines anderen Landes zu negativen Auswirkungen führt. Interessant ist hier mal noch daran zu erinnern, dass im Weltraumvertrag die wesentlichen weltraumfahrenden Nationen nur unterschrieben haben, aber die Sache nicht ratifiziert ist. Also die Vorschriften, ihr könnt im Weltraum nicht alles machen, was ihr wollt, die ist zum Beispiel von den USA so nicht ratifiziert worden. Und sie machen ja, was sie wollen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor kurzem ist ja dieses eigenartige Raumschiff, so ein Mini-Shuttle, schon zweimal übrigens ins Weltall geschossen worden. Man weiß nicht, welche Funktion das hat. Ich komme nachher auf eine Sache, die das vielleicht erklären könnte. Denn natürlich wird hinter den Kulissen weiter und weiter und weiter gemacht, ohne dass, also im militärischen Bereich, ohne dass es mitgeteilt werden muss. So, wir haben jetzt eine Menge gehört über Meteorologie, über Geoengineering und rechtliche Rahmenbedingungen und so weiter. Ihr wisst jetzt also auch, wie Cirruswolken aussehen. Und dann erschien im Jahre 2004 dieser fatale Artikel und da fing dann auch alles an, was wir heute als Chemtrail-Szene in Deutschland bezeichnen. Ich möchte euch das hier mal kurz vorlesen, wie dieser Artikel beginnt. Die Zerstörung des Himmels, ein globales Chemieverbrechen in der Atmosphäre. Und dann, es klingt wie eine unglaubliche Horrorfantasie und doch haben die neuesten Enthüllungen bestätigt. Im Rahmen eines US-Projekts sprühen Flugzeuge eine gefährliche Aluminiummischung in den Himmel, auch in Europa. Die chemischen Schwaden sollen die Erdatmosphäre abkühlen und die Ozonschicht sanieren. Der Nebeneffekt, unabsehbare Schäden für Gesundheit und Umwelt. Und schon dieser Beginn,
Es hat mit seriösem Journalismus eigentlich nichts zu tun. Am Anfang wurden nur wenige durch diesen Artikel inspiriert. Einige hatten auch, ja, wie viele in anderen Bereichen auch, Schlüsselerlebnisse, die sie dann zu Aktivisten werden ließen. Und im Laufe der Zeit wurden das immer mehr. Und wenn man heute ins Internet klickt, dann ist das eine schier unübersehbare Masse an Informationen, die da verbreitet wird. Und was mich auch dazu veranlasst hat, hier diese Synopsis euch zu präsentieren, war die Art und Weise, mit der dort Informationen verteilt wird. Es ist nämlich so, dass im Grunde genommen alle Chemtrail-Spezialisten sind. Chemtrail. 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 Ich habe die Frage gestellt, ich sage mal, traut ihr euch eigentlich noch mal Kondensstreifen zu sagen oder ist jetzt nur noch Chemtrail? Und jeder sieht sie, jeder kann sie fotografieren, das ist ja auch. Man muss nicht in irgendein Institut gehen, man muss nicht Videos kaufen oder so, man sieht sie, sie sind ja da. Und Chemtrail ist inzwischen so weit verbreitet, dass wenn man auch in Internetforen nur einmal erwähnt, dass es ja möglicherweise bei dem Foto, was du gerade hier gepostet hast, möglicherweise wirklich nur eine Zirruswolke ist, die durch ein Flugzeug hervorgerufen ist, dann wird man niedergemacht. Also es ist so eine Emotion, so ein Hass schon da. Und das ist eigentlich auch typisch für Verschwörungstheorien, die dann sich weiter verbreiten. Jeder kann das nachrecherchieren, ihr habt schon viel davon gehört. Es wird immer gefragt, ja, aber früher und vor 50 Jahren und ich habe 95 solche Wolkenformationen noch nicht gesehen. Oder so viele Streifen am Himmel. Ihr müsst euch überlegen, was das bedeutet, wenn es in einem Jahr in Deutschland über 2 Millionen Starts und Landungen gibt. Das sind also über 2 Millionen Flugzeuge, die hier über eure Köpfe hinwegfliegen und die ihr natürlich zwangsläufig sehen müsst. Und die Häufigkeit ist, also die Frequenz der Überflüge ist natürlich größer. Der Luftraum ist voller. Es gibt über einem Flughafen, wo vorher 3 Landeschleifen geflogen wurden, gibt es jetzt mehrere. Der Radius ist größer geworden. In Bereichen, wo Leute früher nie Flugzeuge sahen, sieht man sie jetzt. Und wenn ich aus dem Fenster hier rausgucke und sehe da drüben diese Linien am Himmel, na, dann weiß ich, das ist die Flugroute, die ich selber schon lang geflogen bin, als es mal nach Mallorca ging. Da kommt man lang. Und dann werden zu Beginn dieses Artikels wird man als Leser plötzlich mitten hineingeschubst in so ein Sprühszenario, bei dem Flugzeuge, so steht es da, Aluminiumoxid und Bariumsalze versprühen und Wolken erzeugen. Wer sprüht, wird in diesem Artikel nicht erwähnt. Sie sagen, es ist ein USA-Geheimprojekt, aber sie sagen nicht, wer sprüht. Man muss in einem gut recherchierten Artikel auch immer Ross und Reiter nennen. Später werden dann plötzlich die Herren David Chang und Yifu Xi genannt, die 1991 in den USA ein Patent eingereicht haben. Also es ist ja nichts Neues. Es wurden ja vorher auch schon diese Cloud-Seeding-Projekte, ihr habt gesehen, Projekt Stormfury, Projekt Cirrus, 50 Jahre alte Geschichte, haben die beiden ein Patent eingereicht. Ihr erinnert euch an das, was ich vorhin erzählt habe, über diesen aus Calgary, diesen Wissenschaftler, der hat genau das Gleiche getan, bloß eben ein bisschen besser und ein paar Jahre später, möglicherweise aufgrund deren Patent. Also das, was die in dem Artikel erwähnen von den beiden chinesischstämmigen Amerikanern, dieses Patent beruht darauf, dass also kleinste Aluminium- und Thoriumpartikel in die Atmosphäre gebracht werden, die eine hohe Emissivität, das heißt also eine Aussendefähigkeit im visuellen und länger welligen Infrarotspektrum haben und weniger im kürzeren längenwelligen, also im kürzerwelligen Infrarotspektrum. Das Infrarotspektrum ist der Bereich, wo Wärmestrahlung stattfindet. Das heißt also, diese können bestimmte Wärme absorbieren und aussenden. Und diese Partikel werden dann nach dem österreichischen Chemiker, bekannter Mann, Riesenarbeit, Welsbach Partikel genannt. Es wird berichtet in dem Artikel, dass das International Panel of Climate Change das Patent in ein Projekt umgesetzt hat. Und diese Behauptung ist nicht zu recherchieren.
Ich weise hier auch nochmal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, die ich vorhin skizziert habe, hin, denn es ist so, dass man eben offiziell im zivilen Bereich nicht alles machen kann, was man möchte. Und das während, was auch in dem Artikel behauptet wird, während dieser Zeit, wo dieser Artikel da geschrieben wurde, Versuche der Air Force liefen, und es wird ein Paper zitiert, nämlich dieses hier, lässt sich durch dieses, bei der Studie dieses Papiers nicht verifizieren. Dieses Paper hier ist in vielerlei Hinsicht extrem interessant und man sollte es sich mal durchackern. Es sind viele Seiten mit viel Technik, mit viel Militärjargon, aber es ist das Schlüsseldokument und es ist ja auch nicht umsonst bis zum Jahre 2025 projiziert. Da hat man sich in den End-90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, also auf militärischer Seite Gedanken gemacht, wie man Wettermanipulation für militärische Zwecke benutzen kann. Und ich muss sagen, es geht in dem Bereich überwiegend um lokale Anwendungen im Kampfgebiet. Es geht nicht darum, die Menschheit zu vergiften. Davon steht nicht ein Wort darin. Und die Tatsache, dass das angeblich während dieser Zeit, auch während der Zeit der Erscheinung des Artikels, schon militärische Projekte durchgeführt wurden, lässt sich auch nicht nachvollziehen. Es wird in dem Artikel der Beweis angeführt, in einem kleinen Absatz steht dann drin, dass also schon an Versuchen der Aerial Obfuscation, also der Verdunklung des Himmels, gearbeitet wird. Ich habe dieses Dokument durchgeackert und habe nirgendwo diesen Term gefunden. Das heißt also, entweder er hat eine andere Version, der Autor dieses Artikels, oder es stand tatsächlich nicht drin. Aber auch diese Tatsache, dass Dinge behauptet werden, die sich nicht verifizieren lassen, ist nicht seriös und kann deswegen nicht als Beweis herangeführt werden, dass es ein geheimes amerikanisches Projekt gibt. Nicht aufgrund einer kleinen Formulierung. Also es wird in dem Artikel über ein Projekt gesprochen, was nicht verifiziert werden kann und was auch offensichtlich so durch dieses Papier jedenfalls nicht belegt werden kann. Interessant ist dieses Memo allemal, denn es beschreibt den Einsatz von HAARP als militärischer Waffe. Und das ist das erste Mal, dass ich einen solchen Umgang mit dieser Waffe gelesen habe. Und darüber hinaus auch noch nie so eindrucksvolle militärische Grafiken entdeckt habe. Sie haben, und das ist ja auch im monetären Bereich so, Sie haben offensichtlich ja jegliche Scheu vor uns verloren, weil Sie glauben, Sie haben uns unter Kontrolle. Und schreiben dann in diesem Artikel hier. Beschreiben ein Kampfszenario. Dort steht drin, wie es dann zukünftig aussehen soll. Und es ist heute 2011 und das Ganze ist eine Pilotstudie. Also bis zum Jahre 2025 müssen wir diese Technologie haben. Und wie macht man es? Erste Maßnahme: Wettermodifikation. Ein unbemanntes fliegendes Vehikel fliegt in das Kampfgebiet ein und macht entweder Cloud Seeding oder bringt Wolken zum Verschwinden. Vorher haben die Mikrowellenheizer in dem Bereich schon elektronische Anomalien geschaffen. Das heißt, es wird hier ganz klar darüber gesprochen, dass der effektivste Weg in ein Kampfgebiet einzudringen und den Gegner zu besiegen und seine Instrumente, die er benutzt, geht über die Anwendung von erst dem Elektronenheizer, dann Wettermodification, zum Schluss noch unbemannte Waffensysteme und dann vielleicht zum Schluss den, der absahnt und die Nickschüsse verteilt. So ist das in diesem Paper detailliert beschrieben und mit Skizzen belegt. Also, ich danke dem Autor für diese Quelle, die für zukünftige Studien sicherlich unerlässlich ist. Leider geht der Artikel dann weiter und wie so oft im
grenzwissenschaftlichen oder verschwörungstheoretischen Bereich dann auch den Weg in die unüberprüfbare Anonymität. Jeder, der in der UFO-Forschung tätig war, und ich war das und bin das seit vielen Jahren, weiß ja auch, da tauchen dann immer wieder Leute auf, die dann gegen einen hellen Hintergrund mit einer Kapuze oder nur im Schattenbild zu sehen sind. Die haben dann so Namen, naja, der muss anonym bleiben, dann kriegt er irgendeinen Vogelnamen oder ähnliches. Und der berichtet dann die tollen Sachen. Unüberprüfbar, anonym. Irgendjemand weiß, die Identität wird aber nie gesagt. Ja, und genauso wird jetzt, nachdem also über ein amerikanisches Projekt berichtet wird, das nicht belegbar ist, über die Vorstellung im Grunde genommen irgendeines Geoengineering-Projekts, aus dem aber dann gleich die Umsetzung postuliert wird, wird dann in die Anonymität abgewichen und das ist dann für mich dann nicht mehr gut und nicht mehr so akzeptabel. Dann taucht ein anonymer Informant auf, der dann seitenweise zitiert wird und zwar nennt er sich dann Deep Shield. So, und Deep Shield, der enthüllt uns dann die Wahrheit. Also, es werden schwere Boeing-Militärmaschinen auch als Linienflugzeuge zahlreicher internationaler Fluggesellschaften eingesetzt, die Chemtrails in die Luft sprühen. Und dann werden später auch statistisch relevante Krankheitssymptome angeführt nach solchen Sprühaktionen, die dann berichtet worden sind von Menschen auf dem Erdboden. Und man verbreitet sich in dem Artikel sogar über Nanobakterien. Also ich hätte mich als Mediziner wirklich gefreut, eine Quelle auf derart der Statistiken zu finden, wo ich nachlesen kann, aha, Probandenzahl 100, statistisch signifikante Erkrankungen so und so, unterm Strich verifizierbar, statistisch signifikant oder nicht und welche Krankheiten das waren. Darüber wird nichts erzählt. Und dann nochmal zu den Nanobakterien. Ist ja auch so ein Bereich. Keiner weiß genau, was das ist. Klar ist, dass sie nicht in der Atmosphäre vorkommen, dass sie auf Oberflächen haften, wie zum Beispiel Meteoriten oder eben auch ganz normalen Gesteinen in Österreich, in Alpen, hat man auch nanobakterienartige Partikel gefunden, die also eben so winzig sind, dass man sie eigentlich wirklich nur im Elektronenmikroskop sehen kann, im Bereich von Virengröße liegen. Man hat aber bis zum heutigen Tage noch nicht DNA ähnliche Strukturen finden können, herauslösen können, anfärben können. Und das wäre ja das Kriterium nach dem Stand der verfassten Wissenschaft, dass man etwas als Bakterium dann auch in dem Bereich bezeichnen könnte. Also im Moment sind es nur Klümpchen, die sich natürlich auffällig anordnen, die eher noch im mineralischen Bereich liegen. Ob das im Zusammenhang mit der Panspermie tatsächlich das Missing Link ist, muss es erst noch beweisen. Aber Nanobakterien, die da in der Stratosphäre oder an der Grenze zur Troposphäre herumfliegen, die gibt es sicherlich nicht dort. Also diese Dinge sind für mich genug Hinweis, dass dieser Artikel, der so vieles ausgelöst hat, journalistisch schlecht recherchiert und eigentlich unverantwortlich ist, was dann behauptet wird. Die Dinge, die behauptet worden sind, dass jetzt die ganze Zeit amerikanische Flugzeuge über unseren Häuptern hin und her fliegen, manchmal auch durch den gequälten Geist eines manchen Zeitgenossen, es ist grotesk. Ich bin in den vielen Jahren meiner Beschäftigung mit einem in Berührung gekommen, was mit der schwarzen Welt zu tun hat. Und habe genug gehört und gelesen, wie ihr alle auch. Der ganze Büchertisch ist voll davon, was es alles an Möglichkeiten gibt. Aber um seriös zu bleiben, um einen gemeinsamen Level zu finden, um zu diskutieren, um vor allen Dingen akzeptiert zu werden. Ich habe vorhin gesagt, dass auf die Anschreiben nicht mehr geantwortet wird, weil wenn Chemtrail auch nur erwähnt wird oder gelesen wird, dann gehen die Ohren zu. Wenn man erzählt, es sind einfach nur meteorologische Phänomene, wird man in bestimmten Foren schlimmstens angegriffen. Aus meiner HARP-Vortragsaktivität hat sich eine Facebook-Seite von einer Userin ergeben.
Und ich habe mir dann erlaubt, nachdem es von Harp sofort in Chemtrails umgeschlagen ist, dann auch mal zu schreiben, sag mal, ihr kopiert hier ständig von A nach B, von B nach C, von C nach X und wisst gar nicht, wer das gemacht hat, wo es her ist. Aber es wird immer behauptet, es ist Chemtrail. Wenn man dann was dagegen sagt, dann wird dir gesagt, sag mal, spinnst du? Wieso kannst du behaupten, das sei vielleicht nur eine Wolke? Hast du denn nicht gelesen, was wir bisher alles in dem Forum schon geschrieben und veröffentlicht haben? Also es ist der redundante Wahnsinn inzwischen schon in dieser Hinsicht geworden. Und so kann man nicht wissenschaftlich recherchieren und vor allen Dingen Statements abgeben. Die Szene ist verhetzt und es ist unglaublich, welcher Hass einem da entgegenschlägt. Lasst uns jetzt mal ein paar Bilder von mir anschauen, damit wir uns auch mal, es geht dem Ende zu, anschauen, was man da eigentlich immer so sieht. Ne? Nochmal zurück. Ja, nicht? Also wir sehen eine fast schon Stratocirrus, ein Stratocirrus-Hintergrund, also nicht mehr einzelne Cirruswolken, sondern schon zusammengeflossene hohe Bewölkung, wahrscheinlich im Vorlauf eines Tiefdruckgebiets. Und da fliegt dann ein Airliner in 10.000 Meter Höhe über Berlin hinweg. Das Teil dann am frühen Morgen steht und steht und steht, verteilt sich dann so langsam. Müsste ja eigentlich nach der Definition ein sogenannter Chemtrail sein, weil er geht ja nicht weg, er hört ja nicht 100 Meter hinter dem Flugzeug auf, ist noch da. Solche schönen Dinge haben mich dann morgens auf dem Weg zur Arbeit begrüßt. Das sind die Hauptüberflugslinien über unserer Stadt. Dort fliegen zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Bereichen, Höhen, Temperaturen, Wolkenturbulenzen, was es auch immer da oben gibt, da fliegen dann die Flugzeuge ihren Weg von A nach B und hinterlassen dann je nach meteorologischen Bedingungen in der Höhe, und das ist ganz entscheidend, je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur, entsprechend lange Streifen aus den Abgasen ihrer Düsenflugzeuge, ihrer Düsen. Dann wird ja behauptet, das ist, ja, habe es einfach mal aufgenommen, weil ich es gesehen habe, immer behauptet, dass auch reiner Ruß ausgebracht wurde. Also müssen die Streifen dann dunkel sein. Und ich sah dann hier ein Flugzeug fliegen, das war in der Realität doch noch viel eindrucksvoller, und sehe da einen dunklen Streifen. Fühlte mich daran erinnert und war aber erleichtert, dass es kein Ruß war, denn es waren einfach nur die durch die tiefstehende Sonne von unten angestrahlten Kondensstreifen. Also ihr merkt schon, ich will ja nicht immer alles negieren, aber man muss sich auch an die vernünftigen, natürlichen Erklärungen auch erinnern dürfen im Rahmen so einer Synopsis. Und hier, was ist passiert? Hier ist vor Stunden ein Flugzeug langgeflogen und hat seinen Streifen hinterlassen. Und durch den Virga-Effekt, den ich euch ja erzählt habe, also das Kondensieren von Wassertropfen, von Wasserdampf zu Eiskristallen, die dann langsam ausfallen und sich verteilen, das ist dieser Schleier hier. Ist es jetzt zu dieser doch schon viel größeren Cirruswolke gekommen. Und das ist so. Diese Streifen sind Wasserdampfwolken mit Partikeln drin, die aus den Abgasen stammen. Die verteilen sich dann und bilden, und das ist auch nichts Verschwörerisches, bilden einen Großteil der Cirrusbewölkung zurzeit über unseren Ländern. Ja, wunderbar. Wer will denn entscheiden aus dieser Sicht, ob der Abgasstrahl jetzt direkt aus dem Triebwerk da anfängt oder ob das 10 Meter dahinter beginnt? Kann doch keiner. Aber alle wissen es. Alle wissen es. Es kann doch nur ein Chemtrail sein. Hier wieder dieser Effekt mit dem Virga, dem Ausfallen. Hier ist er lang geflogen und hier fängt jetzt sich an, dieser Ausfall, dieser Niederschlag darzustellen. Und so geht das immer weiter, immer weiter. Und das ist der tägliche Wahnsinn über einer Großstadt wie Berlin. Diese Massen von Flugzeugen, die vorbeilassen, die ihre Spuren hinterlassen, hinterlassen auch ein Muster am Himmel. Das muss doch so sein, wenn sich zwei verschiedene Flughöhen und Linien und Richtungen kreuzen. Und daraus wird dann ein Schachbrettmuster gemacht. Und es wird behauptet, dass die Flugzeuge da immer hin und her fliegen.
Aber keiner schreibt die Nummern auf. Keiner schreibt die Nummern auf und sagt, ist das wirklich das gleiche Flugzeug? Oder ist es die gleiche Airline oder so? Es wird einfach, oh, Schachbrettmuster. Es wurde in den Chemtrail-Blogs, heute war wieder Sprühtag. Ich sage, wieso, wer kommt auf die Idee zu sagen, es ist heute Sprühtag? Die Verbrennung von 1 Kilogramm Kerosin in der Flugturbine erzeugt 1,25 Kilo Wasserdampf und ungefähr 3 Kilogramm Kohlendioxid. 1 Kilogramm Kerosin erzeugt 1,25 Kilo Wasserdampf und 3 Kilo CO2. 2 Millionen Starts und Landungen. Über 8,8 Millionen Tonnen Kerosin in Deutschland in einem Jahr verbraucht. 1 Kilogramm erzeugt 3 Kilogramm CO2. Und wir haben nur über das kleine Deutschland gesprochen. Könnt ihr euch überlegen, was unsere Zivilisation da oben hinterlässt und was Wetterbeeinflussung dann auch sein kann? Es ist so, wie es ist. Und da kann man auch wirklich nichts dran ändern. Die Bildung von Kondensstreifen wird umso wahrscheinlicher, je geringer die Temperatur der Umgebungsluft ist und je höher die Sättigung der Luft mit Wasserdampf. Und je nachdem, wie die meteorologischen Bedingungen dort oben sind, viel Wasserdampf, kalte Luft, langer Chemtrail, wenig Wasserdampf, wärmere Luft, kaum Chemtrail. Das sind die Relationen, in denen sich das normalerweise bewegt. Und solche Eisteilchen, die sich bilden, die können ja auch wachsen. Die können, je nachdem, ob jetzt die Sichtung nun gerade im Vorfeld einer Wetteränderung war, wie zum Beispiel einem Tiefdruckgebiet, das macht dann diese, jetzt war aber wieder unheimlich viel zu sehen. Sie haben nicht in den meteorologischen Bericht geguckt. Sie haben nicht geguckt, wie der Luftdruck war, wie die Lufttemperatur war. Und dann wissen Sie es trotzdem immer noch nicht, weil der Wetterbericht sich nur um unser Wetter auf dem Erdboden kümmert. Aber Sie haben nicht nachgeschaut, wie denn der Luftdruck und die Lufttemperatur in 10 Kilometer Höhe war, weil das wird natürlich im normalen Wetterbericht nicht mitgeteilt. Das sind Sachen, die vielleicht am Flughafen zu erfahren sind. Und ob Turbulenzen in der Luft waren, sodass es dann so aussieht, wenn das Flugzeug fliegt und hier ist eine Blase aus warmer Luft, na, dann haben wir natürlich eine Unterbrechung dieses Streifens und der kann dann später wieder anfangen. Da wird in der Chemtrail-Szene draus gemacht, er hat die Düsen an- und ausgeschaltet. Das ist dann der Beweis. Und diese Dinge, diese Unseriosität, die ich bitte in Zukunft doch zu lassen, dann sind wir Partner, dann können wir gut zusammenarbeiten. Diese Unseriosität wird dann auch noch bei dem Fälschen von Bildern weitergeführt. Hier ist nun kein gefälschtes Bild. Ihr seht, das ist von der DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft in Oberpfaffenhofen, ein Tag, egal welcher das jetzt war, über Deutschland. Das sind die Hinterlassenschaften des Flugverkehrs. Diese Cirruswolken und diese Cirruswolken, diese Contrail-Cirrus, sind jetzt natürlich auch schon ein Problem, was bei der Klimaberechnung einen kleinen 0,5 oder so Prozent, aber schon eine Rolle spielt. Auch dieser Bereich der Klimaveränderung durch den Menschen, der anthropogene Teil, ist inzwischen relevant geworden, wenn man sich überlegt, wie viele Flüge gab es vor 50 Jahren, Düsenflüge, und wie viel gibt es heute? Ich habe euch die Zahl genannt mit den mit den Starts und Landungen. Und hier nun ein Bild, das ist für jeden von euch auf einer ganz tollen Internetseite zu finden. Da ist ein Flugzeugenthusiast, der hat Tausende wahrscheinlich von Flugzeugfotos gesammelt und sammeln lassen durch Leute. Und hier schreibt einer, guck, ich habe für Monate, habe ich geträumt, mal so eine großartige Szene zu filmen, dass ein Airbus der Firma Virgin Airlines mit einem Rainbow Contrail über mich hinwegfliegt. Der ist gerade von 9000 Metern auf 8100 Meter runter, und als sie dann wieder nach einer Wende in den höheren Bereich hineinflog, hat sich das hier gezeigt. Das ist ein Airbus A340. Dieses Bild ist benutzt worden,
um zu demonstrieren, was alles an Chemie in diesem Kondensstreifen drin ist, benutzt die Färbung auch, um den Beweis anzutreten, dass das nur durch chemische Elemente sein kann. Er hat an jedem dieser Streifen, das ist hier der Winglet-Contrail, das heißt also, durch diese kleinen Winglets, die an den Seiten der Flügel sind, gibt es auch diesen kleinen, durch Druckänderung entstehenden winzigen Streifen. Und diese Dinge hier stammen von der Oberfläche der Flügel. Ihr habt ja gehört, sie ist runtergekommen, schreibt er, und ist dann wieder hochgekommen. Ist durch verschiedene Bereiche von Temperatur und Luftfeuchtigkeit geflogen. Und jetzt hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die DLR, endlich mal so eine Studie abgeschlossen und konnte jetzt beschreiben, was sich da abspielt. Und hier seht ihr das Gleiche. Und zwar, um es einmal zu beschreiben, dieses Flugzeug hier unten emittiert aus den Düsen Wasserdampf und das kondensiert in der Kälte zu Eiskristallen und die wachsen. Und das Wachsen von Eiskristallen in Verbindung mit dem Winkel, unter dem das beobachtet wird, führt dann zu diesen regenbogenartigen Verfärbungen, also Lichtbrechung im Kondensstreifen. Und was also als Beweis ist, dass quasi wie bei einer Spektroskopie jedes Element da seine Emissionslinie hinterlässt, beschreiben aber die Forscher in dieser Studie nun endlich diese Kondenswolken so: In der gleichförmigen Strömung über den Tragflächen entstehen kleinste Eispartikel einer einheitlichen Größe. Und wenn dann ausreichend Wasserdampf in der Atmosphäre vorhanden ist, wachsen sie zunächst weiter. Und dieses gleichmäßige Anwachsen ist dann auch der Grund für den Regenbogen. Die Farben der Kondenswolken verändern sich von blau über grün und dann bis rot. Und die Einförmigkeit, dass es dann hinterher weiß wird, ist dann nicht irgendwelches Pulver, sondern das ist dann dieses Wachstum im Bereich dieses Streifens auf 175 Metern hört dann auf und dann sind die Partikel im Wesentlichen gleich groß und bleiben dann auch entsprechend gleich groß und dann gibt es diese eintönige Färbung. Und es gibt auch Aufnahmen von Flugzeugen, die starten, wo also von der Oberfläche dieses Wasser weggeweht wird und dann die gesamte Breite des Flügels überziehende kondensstreifenartige Struktur zeigt. Weitere Beispiele. Hier die Ikone von Sprühflugzeug. Dieses Bild hat sicherlich schon jeder gesehen und wurde natürlich gerne in Kauf genommen, es sei ein Beweis für eine Sprühvorrichtung an einem Flugzeug. Es ist ja auch so, dass diese Düse gesprüht hat. Aber was war es? Es ist ein Stratotanker, ein bei der Air Force bekannter Typ in verschiedenen Variationen und natürlich auch alte und neue gibt es davon. Und es gab mal ein Unglück durch Vereisung und man hat dann an so einen Stratotanker, hier ist der Baum, an dem dann das Flugzeug betankt wird, statt der Hülle, die das Benzin in das andere Flugzeug reinleitet, hat man hier diese Sprühvorrichtung angebracht und hat dann Sprühexperimente gemacht, indem man also die Flugzeuge mit einer Lösung besprüht hat, die Vereisung hervorgerufen hat, um dann zu testen, wo müssen wir die Konstruktion ändern, damit es nicht wieder zu Vereisungsabstürzen kommt. Dieses Flugzeug hat nicht an Chemtrail-Aufträgen teilgenommen, sondern nur an diesen Studien und es ist für jedermann heute zu besichtigen. Es steht nämlich auf der Edwards Air Force Base im Museum. Ist also öffentlich zugänglich. Dann ein vielleicht doch eklatanter Fall von Fälschung. Und wer fälscht, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer fälscht in so einer sensiblen Sphäre, in so einem sensiblen Thema, der begeht einen wirklich schlimmen Akt. Hier steht unten
Craig Boyden arbeitet gerade daran, wie er also Wasserballasttanks auf einer 777-300 füllt. Also ein Ballasttest einer Boeing. Dann gibt es weitere Fotos aus dem Innenraum. Es gibt einmal das Foto von der einen Richtung in die eine Richtung und aus der anderen Richtung wieder zurück. Und man sieht dann hier diese Ballasttanks und da hinten ein Schild. Da kann man dann lesen, Sprayer 05 und da ist also gefährliche Fracht innen drin. Hier ist das Original und hier ist das Bild nach der Bearbeitung. Ein und dasselbe Foto wurde von Chemtrail-Jüngern benutzt, um eine Fälschung zu produzieren, um einen Nachweis zu haben, dass es sich hier um ein Chemtrail-Flugzeug, die Smoking Gun, wir haben endlich ein Foto von innen, handelt. In Wirklichkeit hat er mit Photoshop oder womit auch immer diese Schrift hineinkopiert. Dieses Foto ist leider benutzt worden, ohne seriös nachzufragen, wie die Quelle ist. Und man hat sich dann natürlich ein Eigentor geschossen. Schade drum. Weitere Aufnahmen zeigen hier Fotos und dann wird ja auch immer gesagt, da ist ja dann doch ein dritter Kondensstreifen. Also das ist jetzt der Chemtrail, der sprüht. Wir müssen uns erinnern, dass hier hinten eine Hilfsdüse drin ist, die auch einen Kondensstreifen hervorrufen kann. Jetzt, wenn man aber genau hinschaut, dann kommt dieser Strahl hier raus, aus dem Rumpf. Es ist eine profane Angelegenheit, aber die Entleerung von Flüssigkeit aus Klappen, zum Beispiel auch aus dem Klo, kann dort erfolgen. Ich möchte es nicht lächerlich machen, aber man muss doch seriös bleiben und versuchen, allen Dingen nachzugehen. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Das nächste Bild zum Thema kommt immer aus der Düse der Chemtrail und das Beweisfoto ist immer bei einem Contrail, fängt da erst hinter der Düse an und kommt nie raus und der Chemtrail, der kommt immer aus der Düse. Und hier sieht man ein Flugzeug und ich danke ganz herzlich dem Kollegen Wagner, dem Martin, dass er mir die Erlaubnis gegeben hat, in so kurzfristiger Zeit diese Bilder dann noch zu verwenden. Das heißt, hier ist endlich mal jemand, der hat, weil er auch Astronom ist und entsprechendes Equipment, hat sich die Mühe gemacht und hat mal Aufnahmen von den Flugzeugen gemacht. Der Markus hat mir gerade eben erzählt, dass es ein kleines, und mir auch gezeigt, dass es ein Applet gibt für sein Handy. Da kann er jedes Flugzeug als Radar-Echo sehen, jedes Flugzeug anklicken und dann sieht man, was das für eine Maschine ist, die wird da aufgezeichnet, von wo nach wo sie fliegt. Man kann also den Airliner eindeutig identifizieren als Passagierflugzeug und wenn man Glück hat und es ist in der Nähe, dann kann man mit diesem Applet das Ding sogar sehen. Also ganz hervorragend und ich kann nur jedem empfehlen, der so Chemtrail Pro ist, sich dieses Applet zu besorgen und dann seine eigenen Studien zu machen und vor allen Dingen wichtig ist, sich das wissenschaftlich korrekt aufzuschreiben, Zeit, Ort, die Wetterbedingungen und dann welche Airline das war. Und dann kommen wir weiter, dann haben wir Daten und nicht immer nur Behauptungen. Also das Dogma, Chemtrail kommt immer direkt aus der Düse und der Contrail eben nicht, ist zum Beispiel durch solche Fotos zu widerlegen. Es werden Fotos gezeigt von den Pros, ein Sprühflugzeug in Aktion. Was ist es? Es ist ein NASA-Foto. Und hier werden Vortex-Studien durchgeführt. Das heißt, der sprüht Dampfpulver oder was auch immer, aber nur um die Verwirbelung hinter dem Flugzeug zu testen. Das sind ganz normale Tests der NASA und haben eben mit Chemtrails nichts zu tun. Ich habe euch jetzt diese Serie von Bildern gezeigt, komme gleich zum Schluss, um zu zeigen, was nicht gemacht werden soll. Unseriöses Bildmaterial ohne Quellenangabe zu verwenden, ist einfach obsolet. In so einer heiklen Angelegenheit, mit der man sich ja dann an zum Beispiel auch die Bundeskanzlerin wendet. Es ist jetzt, wie ich mitgeteilt bekommen habe, eine Aktivität gestartet worden. Man hat einen sicherlich sehr sympathischen jüngeren Rechtsanwalt rekrutiert, der jetzt an alle geschrieben hat, im Auftrag der Chemtrail-Szene und doch mit
Datumssetzung, auch an die Bundeskanzlerin, an alle Umweltämter, die ja alle unter einer Decke stecken, alle Raumfahrtagenturen in Deutschland, die Deutsche Raumfahrtzentrum und alle angeschrieben, wir bitten um Einsichtnahme bezüglich Chemtrails. Es ist ein legales Unterfangen, nur es ist wieder eine Einzelaktion, eine verzettelte Aktion. Man hätte besser zusammenarbeiten sollen, vielleicht noch ein bisschen warten. Und eine dieser Stellungnahmen, die auch als nicht seriös von den Pros bezeichnet werden, weil sie ja eben alle unter der Decke stecken, sei hier von mir jetzt mal stellvertretend erwähnt. Und zwar die Stellungnahme des Umweltbundesamtes vom März 2011 bezogen auf Chemtrail, gefährliche Experimente oder bloße Fiktion. Und sie schreiben nun, dass sie eigentlich alle angeschrieben haben, ob es tatsächlich Aluminiumverbindungen gibt, die man ja auch nachweisen kann, und Bariumverbindungen. Und es wird erwähnt, dass zum Beispiel bei dem Zentrum für deutsche Luft- und Raumfahrt die Phänomene nicht bekannt sind. Das Institut für Physik der Atmosphäre des DLR untersucht seit vielen Jahren die Wirkung der Emissionen des Luftverkehrs auf die Atmosphäre, einschließlich zahlreicher Messungen gas- und partikelförmiger Emissionen von Verkehrsflugzeugen. Falls es die sogenannten Chemtrails gäbe, müsste man beim DLR darüber informiert sein. Sie haben die UNO angeschrieben, weil die ja angeblich Inspektoren aussenden, die die Versiegelung von solchen Fässern dann überwachen, damit sie dann in irgendwelchen Ländern versprüht werden können. Die haben natürlich auch gesagt, sie wissen nichts. Nun gut, sie sind zumindest alle angeschrieben worden und ich habe ja gesagt, man muss sich selbst entscheiden, wo man steht, ob man nun solchen Organisationen, die ja eigentlich der Öffentlichkeit schon unterliegen, ob man denen nun glaubt oder nicht. Wir wissen von Lobbyisten, die unsere Politik bestimmen. In Berlin gibt es davon zwischen 3.000 und 5.000, die ja auch diverse Erklärungen von Abgeordneten verfassen und schreiben, im Auftrag zum Teil. Man mag sich darüber nun unterhalten, ob man dem glaubt oder nicht. Ich habe im Moment noch keine so begründeten Zweifel, was zumindest das Umweltbundesamt angeht. Und deswegen habe ich mir das hier rausgepickt, weil es scheint mir doch die unbefangenste Quelle noch zu sein. Vor dem Hintergrund dieses blauen Planeten, unserer Heimat, haben wir diesen Vortrag begonnen. Und ich möchte das Bild auch mit nach Hause geben, als Angebot zur Versöhnung. Immer und immer wieder haben wir uns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auseinander diskutiert und haben uns auch gezankt. Ich finde, angesichts der um uns herum herrschenden Zustände wäre es Zeit, eine vereinigte, einige, schlagkräftige Aktion zu beginnen, die sich durchaus über einige Zeit hinziehen kann. Aber dass wir zusammenarbeiten, dass jeder ein bisschen von seinem Ego zurücksteckt und die Fakten sprechen lässt und in so ein Forum hineinbringt, was er hat, um dann auch gemeinsam auftreten zu können und um Antworten zu bekommen. Und nicht hier eine Aktion, da eine Aktion. Das hat in der Vergangenheit leider zu nicht mehr geführt als zur Verrückterklärung von solchen Anträgen, die eingereicht worden sind. Und darum ist es einfach schade. Mein Angebot ist, mich zur Verfügung zu stellen für zukünftige Aktionen. Unter dieser E-Mail-Adresse könnt ihr mich alle erreichen, egal wann. Wer in die Mailingliste kommen möchte, der soll es sagen. Und dann werden wir ja sehen, ob mit dem positiven Geist, den wir in der Lage sind zu kreieren, ob wir weiterkommen. Und die Erfolge, die die Blaubändler zum Beispiel erreicht haben, sprechen für sich. Wir machen weiter. Wir sollten alle gemeinsam weitermachen.